Warte noch auf die Regie. Also, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Als Chefredakteur der Südwestpresse möchte ich Sie recht herzlich hier zu unserem Bundestagswahlforum begrüßen. Es freut mich besonders, persönlich, dass wir uns mal wieder persönlich sehen. Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich nach dieser langen Corona-Zeit. Also deshalb ist es umso schöner, dass wir heute diesen Austausch persönlich machen.
Wir erleben einen Bundestagswahlkampf, der, ich würde es mal sagen, der Bundestagswahlkampf der geplatzten Hoffnung, bis jetzt zumindest, ist, und ein sehr verrückter Bundestagswahlkampf. Im Frühjahr sah man noch 40% oder fast 40% CDU in den Umfragen. Als Annalena Baerbock Kandidatin wurde, schossen die Grünen auf 26% hoch. Beide finden sich heute wieder auf dem Boden der Tatsachen oder vielleicht sogar darunter. Und der Mann, über dessen Kandidatur viele Journalisten auch gelächelt haben, Olaf Scholz, der steht in den Umfragen ganz weit vorne. Also wir sind ein ganzes Stück weit weg von Normalität. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich hier auf der regionalen, lokalen Ebene betrachten, in unserem Wahlkreis Ulm, Alb-Donau-Kreis, und schauen, ob hier alles normal bleibt. Das ist ein Wahlkreis, der seit 1949, als Ludwig Erhard ihn zum ersten Mal für die CDU geholt hat, immer in den Händen der CDU war, über 70 Jahre. Bleibt das so oder kehrt hier auch eine gewisse Unruhe ein? Wird es Überraschungen geben oder bleibt, wie gesagt, alles beim Alten? Das wollen wir alles gemeinsam klären, hier im Saal, draußen am Stream, wo uns hoffentlich viele auch im Internet live verfolgen. Moderiert wird das von meinen beiden Kollegen Matthias Stelzer hier auf ihrer rechten Seite und Magdi Abulkeer auf ihrer linken Seite. Die werden jetzt auch die Kandidaten vorstellen. Ich werde mich jetzt direkt ins Publikum begeben und nur noch eine Bitte aussprechen, weil ich das muss. Bitte behalten Sie die Masken an. Das ist halt auch die Vorschrift und das erleichtert die Sache ungemein. Ich wünsche uns jetzt ungefähr 1,5 Stunden aufschlussreiche Erkenntnisse, spannende Momente, hoffentlich auch mal was zum Schmunzeln und ich wünsche gute Unterhaltung. Danke. So, dann auch einen schönen Abend von hier oben. Uli Becker hat schon gesagt, wir haben uns sportliche 1,5 Stunden vorgenommen. So genau geht's nicht, wenn es 10 Minuten mehr sind, 5 Minuten weniger, egal. Ich will Ihnen, bevor wir Ihnen die Kandidaten vorstellen, noch ganz kurz sagen, dass wir natürlich auch eine Publikumsrunde vorsehen am Ende dieser Veranstaltung. Das heißt, Sie können schon mal, wenn Ihnen Fragen kommen während der Debatte hier oben, können Sie sich entsprechend vorbereiten. Was Leute, die öfters auf unseren Wahlpodien sind, nicht überraschen wird. Wir haben auch die Redezeit wieder begrenzt. Das muss sein bei 6 Leuten auf der Bühne, mit denen wir ins Gespräch kommen wollen. Wir haben so eine Minute als Beschränkung nach oben. Sie können sich vorstellen, sowas muss kontrolliert werden. Wie bei Fußballderbys hagelt es nämlich gelbe und rote Karten, wenn das nicht funktioniert. Dafür sitzt hier in der ersten Reihe unsere Volontärin Amelie Schröer. Die wird nach circa 50 Sekunden eine gelbe Karte zeigen und nach 60 Sekunden eine rote. Und dann kriegen wir schlechte Laune. Aber ich will jetzt nicht gleich mit schlechter Laune beginnen, sondern wir freuen uns, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten der 6 im Bundestag vertretenen Parteien zugesagt haben. Und wir freuen uns und auf geht's, Magdi. Guten Abend auch von mir. Wir beginnen, die Kandidaten ganz kurz vorzustellen und wir beginnen mit einer kleinen Entschuldigung. Frau Kämmer, wir haben Sie gestern als Frau Krämer in der Zeitung gehabt. Wir wissen noch nicht, ob das die Autokorrektur war oder wer der Schuldige ist. Verzeihung dafür. Also, Ronja Kämmer, CDU, ist 32 Jahre alt, in der Kleinstadt in der Nähe von Calw aufgewachsen und nach dem Abitur in die Junge Union eingetreten. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften und zudem ging es ziemlich flott durch die Gremien und Posten in ihrer Partei. Was darin gipfelte, dass sie Ende 2014 als Nachrückerin hier in Ulm von Annette Schavan Bundestagsabgeordnete wurde. 2017 gewann sie dann den Ulmer Wahlkreis als Direktkandidatin. Ronja Kämmer ist verheiratet und Mutter einer 9 Monate, um Gottes Willen, 9 Monate alten Tochter. Es würde manches leichter machen im Wahlkampf, wie Sie gesagt haben, aber auch Marcel Emmerich,
ist bereits Mitglied des Bundestags, seit 4 Monaten. Er war letzter Nachrücker in der abgelaufenen Legislaturperiode, konnte schon etwas reinschnuppern in Berlin. Er ist 30 Jahre alt, hat in Würzburg Political and Social Studies studiert und dann Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Fernuni Hagen. Er ist seit der Schulzeit aktiv bei den Grünen, hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landtag gearbeitet, ist ledig. Jan Rothenbacher tritt für die SPD an, als Nachfolger von Hilge Mattheis und nach einigen Nominierungshickhack hier in der SPD. Kann man so sagen, ne? Er stammt aus Balzheim, ist 28 Jahre alt, engagiert sich auch schon seit fast 10 Jahren in der Partei. Er ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Wenn er nicht gerade in Vollzeit Erziehungs- und Hausarbeitsarbeit nachgeht, arbeitet er im Bundesverteidigungsministerium als hausinterner Berater im Bereich Digitalisierung und IT. So. David Rizzotto tritt für Die Linke an. Herr Rizzotto ist gerade 34 Jahre alt geworden. Soziale Anliegen sind tief in seiner Biografie verankert, so fange ich vielleicht mal an. Er stammt aus Leipzig. Seine Mutter, wenn ich richtig informiert bin, floh mit ihm kurz vor dem Mauerfall in die BRD. Er selbst sagt über sich, er sei ein Problemkind gewesen, Heimkind, Pflegefamilien, Drogen, Ärger mit der Justiz. Er hat Zimmermann gelernt, derzeit keinen Job in diesem Sinne. Er lebt in Einsingen und unterstützt seine Schwester als Hausmann und bei der Kindererziehung. Er selbst ist geschieden und hat aber selbst auch 2 Kinder. Für die AfD tritt Christoph Heidmann an. Er bezeichnet sich selbst als nationalliberal und zählt sich zum gemäßigten Teil seiner Partei. Der 29-Jährige kommt ursprünglich aus Schleswig-Holstein, hat in Innsbruck studiert, Germanistik, und arbeitet seit 5 Jahren im Stuttgarter Landtag, aktuell als persönlicher Referent des AfD-Fraktionschefs Bernd Gögel. Seit knapp 1,5 Jahren leben Sie in Ulm. Ich glaube, weil Ihre langjährige Partnerin hier Arbeit gefunden hat. Gut. Der letzte in unserer Reihe der 6 Kandidatinnen und Kandidaten ist Alexander Kulitz. Er trägt einen in Ulm bekannten Namen, so kann man es vielleicht formulieren, ist aber nicht Sohn von Beruf, sondern Jurist und als externer Datenschutzbeauftragter tätig. 2016 trat Herr Kulitz in die FDP ein, 2017 zog er gleich für sie in den Bundestag ein, wo er als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses viel auf Reisen war. Wie er uns in einem Gespräch sagte, auch als Botschafter für Ulm und die Region. Herr Kulitz ist 40 Jahre alt und heute, das darf man glaube ich verraten, etwas auf Abruf. Er hat vorher seine Ehefrau in den Kreissaal gebracht. Wir freuen uns sehr, dass Herr Kulitz sich Zeit für uns nimmt trotzdem und er darf gerne sein Handy anlassen, das versteht sich von selber. Also nicht wundern, wenn es irgendwann nachher eilig wird auf dieser Seite des Podiums. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, unter solchen Rahmenbedingungen sollten wir auch gleich aufs Gas gehen, dass wir rechtzeitig durch sind, Herr Kulitz. Zur Einstimmung möchten wir unsere Gäste gleich ein bisschen aus der Reserve locken mit Fragen, die durchaus ein bisschen zugespitzt sind. Frau Kemmer. Als die CDU einen neuen Vorsitzenden gesucht hat, waren Sie nicht unbedingt flammend für Herrn Laschet. Sie haben aber Herrn Laschet als Parteivorsitzenden bekommen. Sie waren ziemlich offen, sehr früh für Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union. Bekommen haben Sie Laschet. Der hat den Wahlkampf bisher sehr schwankend beschritten und einige sagen durchaus auch einige Male in den Sand gesetzt, angefangen vom unangemessenen Lachen in Flutgebieten bis zu inhaltlicher Beliebigkeit. Sind Sie manchmal davon genervt? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube zum einen, Stichwort Kandidatenfindung, da finde ich es ganz normal, dass sich Personen auch positionieren. Am Ende gab es ein Ergebnis. Ich habe auch sofort gesagt, dass ich das natürlich akzeptiere, dass ich Armin Laschet unterstütze. So offen und ehrlich, glaube ich, darf man sein, es ist nicht alles hundertprozentig rund gelaufen in diesem Wahlkampf. Er hat sich entschuldigt für den Lacher,
Aber das gibt mir die gute sozusagen Gelegenheit, auch mal darauf hinzuweisen. Ich glaube, wir diskutieren ganz viel über Oberflächlichkeiten in diesem Wahlkampf. Und deswegen freue ich mich heute Abend, wir kommen ja nachher auch noch zu Inhalten, dass wir über Themen diskutieren. Und da kann man auch mal darauf hinweisen, dass er jetzt 4 Jahre lang erfolgreich das größte Bundesland regiert hat, mit verschiedenen Maßnahmen. Und ich finde, das sollte man mehr in den Fokus rücken als der ein oder andere Patzer, der in dem Wahlkampf eigentlich fast allen passiert ist. Herr Kulitz, die FDP hat sich im Wahlkampf nicht so sehr bisher in Szene setzen können. Sie kann aber Königsmacher werden. Dafür wird sie aber Positionen preisgeben müssen. Haben Sie keine Angst, dass der Wahlausgang für Ihre Partei gefährlich werden könnte, zumal Christian Lindner auch schon wieder herumlaviert? Ich glaube, das gehört absolut mit zu einer Demokratie. Es ist, wir werben jetzt alle Parteien, die hier sitzen, um ihre Positionen. Aber am Ende geht es natürlich auch um die Kompromissfindung in einer Sondierung. Und als FDP sind wir da absolut gewillt für. Das tun wir in vielen Landesregierungen. Das haben wir im Bund schon oft bewiesen und tun das auch dort gerne. Natürlich wird es schwierig und ich glaube, das wissen wir alle hier im Raum, bei den jetzigen Umfragewerten kann es dieses Mal eine sehr, sehr spannende Wahl werden und vor allem auch eine sehr spannende Phase danach, wenn es um die Sondierung und um die Koalitionsgespräche geht. Da sehe ich die FDP aber bestens gerüstet, weil im Gegensatz zu früher, glaube ich, haben wir unsere roten Linien dieses Mal im Wahlkampf sehr viel früher auch schon dargetan und gesagt, über was wir überhaupt, was wir als Grundvoraussetzung mitbringen müssen, damit wir in diese Gespräche auch gehen. Und da sind wir absolut offen und freuen uns auch eingeladen zu werden, von welcher Seite auch immer, um dann diese Gespräche zu führen. Danke. Herr Rothenbacher, durch die Schwäche von Union und Grünen steht die SPD in Umfragen plötzlich vorn. Viele sagen ohne eigenes Verdienst, viele sagen auch einfach, weil Scholz jetzt die Merkel gibt. Ist es für eins sehr stolze Partei nicht gefährlich, ohne eigenes Profil auf die Wahl zuzusteuern oder gar als Bewahrer einer großen Koalition aufzutreten? Ich denke, das ist ein Punkt, den ich Sie so nicht unterstützen kann. Wir hatten als erste Partei unser Wahlprogramm präsentiert, das in einem über einjährigen Prozess entstanden ist, in dem wir uns ganz klar Gedanken gemacht haben, was wollen wir, wo stehen wir und auch, ich sage es mal rückblickend auf die letzten 8 Jahre Regierungsverantwortung, was haben wir noch vor? Und ich denke, unser Vorteil ist vor allem, dass wir die größte Kontinuität dabei gezeigt haben, mit wo kommen wir her und was sind unsere Themen. Und ich würde jetzt weniger sagen, wir profitieren von vielleicht der Schwäche der anderen, sondern die Wähler wissen, was sie an uns haben und wissen sowohl inhaltlich wie auch personell, wo wir stehen und wohin unser Weg geht. Herr Risotto, Rot-Rot-Grün ist ja so eine Art Schreckgespenst für viele Menschen. SPD und Grüne werden gedrängt, sich von dieser Konstellation zu distanzieren. Da drängt sich doch die Frage auf, ist es nicht irgendwie ätzend, immer das politische Schmuddelkind zu sein? Irgendjemand muss es ja sein. Nö, es ist nicht so schlimm. Ich finde, es ist guter Stoff zum Reden über die Dinge, die mal gewesen sind und auch über die anderen, was die so für Sachen haben oder hatten. Das sind ja nicht nur wir und ich denke mal, wir sind eine Partei, die unsere Vergangenheit gut aufgeklärt hat. Da sollten sich andere noch ein Vorbild an uns nehmen. Gut, vielen Dank. Herr Heidmann, Corona, Flüchtlinge, Klimahysterie, die AfD findet immer viel Zuspruch, wenn es um Angstthemen geht. Ist es nicht traurig, wenn man einer Partei angehört, die vor allem mit Negativnachrichten und Ängsten für sich mobilisieren muss? Also die AfD ist in diesem Wahlkampf ganz besonders die Partei der Freiheit und der Bürgerrechte. Wir stehen als einzige Partei eindeutig gegen jegliche Impfpflichtbestrebungen beispielsweise. Und das ist ja eigentlich ein positiver Wert, dass wir einen freiheitlichen Ansatz vertreten in diesen Punkten. Und dementsprechend kann ich das so nicht erkennen, dass wir ausschließlich dagegen wären. Und die Fraktionen im Landtag und Bundestag haben da auch gute Arbeit geleistet und eigene Anträge und Vorschläge vorgebracht. Das wird dann vielleicht in der Öffentlichkeit nicht ganz so transportiert, aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Anfragen und Anträge von uns kamen, kann man schon sehen, dass wir gute Sacharbeit leisten können. Herr Emmerich, in Baden-Württemberg ist man es ja inzwischen so ein bisschen gewöhnt, wenn man den Grünen angehört, dass man die stärkste Partei vertritt. Auch im Bund hatten ja viele im Frühjahr die Fantasie, es könnte reichen, dass die Grünen Nummer 1 werden. Nun ist Annalena Baerbock in den Umfragen ja tatsächlich so ein bisschen abgerutscht auf den 3. Platz. Wie frustrierend ist es?
Naja, so ein Wahlkampf, der geht halt hin und her. Und es ist ja schön, dass wir nach 16 Jahren Angela Merkel mal wirklich eine lebendige Demokratie haben, wo man bis zum Schluss nicht weiß, wer wird Kanzler oder Kanzlerin. Und man bis zum Schluss nicht weiß, welche Konstellation es gibt. Und dafür machen wir Wahlkampf. Wir haben mit Annalena Baerbock eine super Kanzlerkandidatin, die einfach mitten im Leben steht, die genau weiß, was sie will und die einfach der Gegenentwurf ist zur Großen Koalition, weil sie steht für die Änderung, sie steht für den nötigen Aufbruch in unserem Land und den gibt es einfach nur mit uns Grünen. Wir sagen ganz klar, wir wollen Veränderung, wir wollen Erneuerung für dieses Land statt einem Weiter-so und deswegen heißt es für uns Grün statt GroKo, denn man vergisst es manchmal. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass einfach nach dem Wahltag, wenn die Mehrheiten so sind, dass Schwarz und Rot zusammen die Mehrheit haben, dass es dann einfach eine GroKo gibt unter umgekehrten Vorzeichen und dagegen kämpfen wir an bis zum letzten Wahltag und versuchen die Menschen zu überzeugen, dass wir konsequenten Klimaschutz brauchen und auch mehr Gerechtigkeit in diesem Land. Das war eine prima Überleitung für mich, Herr Emmerich, weil unsere Gäste vor Veranstaltungsbeginn schon ein bisschen arbeiten mussten und das hat ein bisschen was mit Koalition zu tun, was ja eben schon angeklungen ist, dass das ein großes Thema sein wird. Unsere Gäste haben nämlich den Wahl-O-Maten für uns ausgefüllt. Den kennen bestimmt relativ viele von Ihnen. Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, weil er durchaus Orientierung im Dschungel der Wahlprogramme bieten kann. Man kann dort 38 politischen Themen zustimmen, nicht zustimmen, neutral sein. Man kann Fragen überspringen, man kann Thesen doppeltes Gewicht geben und so entsteht ein Bild, mit welchem Wahlprogramm man wie viel Übereinstimmung hat. Dank uns wissen also jetzt unsere Gäste, wen sie am 26. wählen sollen, zu wem sie am meisten Affinität haben. Aber wenn wir uns die Sachen genauer anschauen, was da rausgekommen ist, Frau Kemmer, fanden wir es wirklich interessant, wenn man an künftige Spiele denkt, Koalitionsgedanken, wie weit hinten bei Ihnen vergleichsweise die Grünen zu finden sind, an fünfter Stelle, nur vor der Linken, die aber fast im Minusbereich bei Ihnen stattfinden, während die FDP gar nicht so weit gleich hinter der CDU zu finden ist. Was bedeutet das für Sie eben im Blick auf das, was kommen könnte? Das bedeutet, sage ich mal, erstmal gar nicht so viel, weil wir werben momentan ja für unsere Positionen auch heute Abend. Ich glaube, es geht jetzt nicht darum, im Farbenkarussell, das momentan sehr bunt ist, irgendwelche Spekulationen anzuzetteln, sondern es geht, glaube ich, ganz klar darum, Unterschiede deutlich zu machen. Und ja, wir werden, ich glaube, so viel kann man sagen, wahrscheinlich ein Dreierbündnis entsprechend auch brauchen, egal in welcher Konstellation. Aber nochmal, es geht darum, für die eigenen Positionen zu werben und für die Union zu werben. Und alles andere sehen wir dann am 26. September. Herr Emmerich, bei Ihnen liegen auch die Grünen an erster Stelle, aber mit dem gleichen Wert wie die Linke. Die CDU ist bei Ihnen auch solide abgeschlagen, vor der AfD zu finden, an fünfter von sechs Stellen bei uns. Also in Sie wirklich die ähnliche Frage. Wie sehen Sie dieses doch große Spannungsfeld, was ja bei Ihnen persönlich offenbar in der Haltung schon auch vorhanden ist? Ja, wir haben ja da das vorhin gemacht und das kennt ja jeder auch daheim. Ich hatte auch schon mal Wahl-O-Mat vor ein paar Jahren gemacht, um ehrlich zu sein, da waren die Grünen nicht mal auf Platz 1. Das kann einem auch manchmal passieren. Das hängt ja immer davon ab, welche Thesen da abgefragt werden und wie man die dann am Ende des Tages gewichtet. Jetzt geht es für uns einfach darum, dass wir nochmal alles geben wollen bis zum Wahltag, dass möglichst viele Menschen grün wählen und dann wird man sehen, was rauskommt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist spannend, wie noch nie seit ich irgendwie politisch aktiv bin und das macht ja auch den Reiz bei dieser Bundestagswahl aus, deswegen interessieren sich so viele Menschen diesmal für die Bundestagswahl und was dann am Ende rauskommt, werden wir sehen. Es ist so, dass wir sicherlich auch Überschneidungen haben mit der Linkspartei. Es gibt aber auch große Differenzen bei der Außenpolitik. Ich war sehr enttäuscht über das Abstimmungsverhalten zu Afghanistan im Bundestag und kann mir genauso gut auch vorstellen, dass wir eine Ampel auf den Weg bekommen, weil auch hier gibt es in gesellschaftspolitischen Fragen und innenpolitischen Fragen, die mir persönlich sehr wichtig sind, große Überschneidungen. Herr Heidmann, als Sie vorhin ausgefüllt hatten, haben gesagt, huch, so viel gleich, so viel Übereinstimmung. Sie sind nämlich sozusagen der Gewinner hier. Niemand hat seine eigene Partei mit so einem hohen Prozentsatz bestätigt. Also Sie haben eine 93,5-prozentige Übereinstimmung sozusagen mit dem alten Wahlprogramm. Das ist enorm hoch. Das finde ich interessant, weil Sie ja doch auftreten und sagen, Sie
kommen definitiv von einem gemäßigteren Teil der AfD. Sie möchten mit der Höcke-AfD nichts zu tun haben, mit dem völkischen Flügel eigentlich nicht. So ein hoher Prozentsatz an Übereinstimmung mit den Grundthesen finde ich erstaunlich. Was sagen Sie dazu? Ja, also ich würde sagen grundsätzlich, dass ich mit den Positionen des Bundestagswahlprogrammes konform gehe und in der gemäßigt bis Mitte der Partei stehe und dementsprechend passt es eigentlich ganz gut. Ich war auch selbst überrascht, dass es da doch deutlich über 90% sind. Also die meisten auch bei uns, wo ich das gesehen habe in den sozialen Netzwerken, waren da eher bei 85% oder so. Aber ja, ich war jetzt nicht negativ überrascht, sagen wir mal so. So kann man mit gutem Gewissen Wahlkampf machen. Herr Rothenbacher, also wie gesagt, der Herr Heidmann hat einen Volltreffer hingelegt. Das ist jetzt gar nicht schlimm, was ich jetzt sage, aber bei Ihnen hat es die SPD nicht auf Platz 1 geschafft. sondern die Linken und die Grünen sind davor. Jetzt, wir wissen, das ist ein Spiel, aber vielleicht gibt es ja trotzdem ein bisschen Erklärungsbedarf. Ist das eine Koalitionsaussage und warum sind die Linken vorne? Das kann ich tatsächlich relativ einfach sagen. Und zwar, ich bin überzeugt für linke sozialdemokratische Politik und ich kreuze auch an, was ich umsetzen will. Und davon bin ich nicht bei allen Parteien überzeugt. Und zwar bin ich in erster Linie ganz klar überzeugter Europäer, was zwar nur eine Frage von, ich glaube, 48 war, aber die ich nicht unterschätzen würde. Gleichzeitig bin ich jetzt, ich sag's mal, mit einem Hintergrund im Verteidigungsbereich gesegnet und sehe da durchaus auch NATO und Bundeswehr als essentiell an. Dementsprechend muss ich immer schmunzeln, weil ja, ich stehe für soziale Gerechtigkeit und ich stehe für einen aktiven Klimaschutz. Auch wenn da, ich sag's mal, in der Partei beim Klimaschutz nicht immer alle so mitziehen, wie ich mir das wünschen würde. Deswegen fühle ich mich in der SPD aber durchaus richtig und frage mich viel mehr, was die Linkspartei manchmal alles ankreuzt, ohne den Willen, das in letzter Konsequenz vielleicht umzusetzen. Vielen Dank, Herr Rizzotto. Sie mussten sich jetzt richtig bemühen, dass Sie der Linke, der Vorzeigelinke sind, aber Ihr Ergebnis ist etwas besser als bei Herrn Rothenbacher. Aber Sie haben genau die gleiche Reihung. Also die Linken vorne, dann kommen die Grünen und dann kommt die SPD. Jetzt wollen wir das Koalitionsspiel nicht auf die Spitze treiben, aber trotzdem will ich Sie fragen, die Linke stellt ja keine Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat. Also wenn Sie jetzt so sich entscheiden müssten, ob Sie lieber Frau Baerbock da sehen oder Herrn Scholz, wie wäre es denn? Naja, ich bin von der Frau Baerbock ganz überzeugt eigentlich, aber der Herr Scholz ist auch okay. Jeder hat seine Vergangenheit. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Ja. Die sind beide okay, sie haben beide sich für das Amt beworben, sie wurden gewählt dahin, also haben sie das auch verdient, da zu stehen. Und wer gewinnt, das ist halt nun mal der Bessere und das entscheidet nachher, ja, wer da drin sitzt halt. Mir ist es egal, ich bin froh, wenn Rot-Grün-Rot ist, ja, das ist das, was nötig ist für unser Land. Alles andere ist unakzeptabel gerade. Ja. Ob Scholz oder Baerbock, ist mir egal. Das ist mal eine Ansage. Herr Kulitz, ich könnte jetzt gleiche Frage, aber das mache ich nicht. Herr Kulitz, wir reden ja auch viel über Jamaika. Wenn man jetzt aber bei Ihrem Abstimmungsergebnis guckt, dann muss man feststellen, dass Grün brutal weit hinten gelandet ist, nämlich auf dem letzten Platz. Also die Linke kommt nur davor. Wollten Sie uns was sagen? Ich habe häufiger den Wahl-O-Mat schon gemacht. Das war jetzt auch das erste Mal, dass es so rauskam. Ich glaube, das liegt auch an der Wertung. Und ich sage das auch ganz offen und ehrlich. Das ist, ich habe jetzt heute meine Kernpunkte, weswegen ich auch in die Politik bin. Ich bin als Mittelständler in die Politik aus der Erfahrung raus, die ich bei Esther, bei uns im Familienunternehmen machen musste in der Vergangenheit. Und die Gewichtung, die ich jetzt erstmalig bei dem Wahl-O-Mat gemacht habe, vorher habe ich nie gewichtet, die habe ich ganz klar auch auf die wirtschaftspolitischen Themen gesetzt. Ich glaube, daran liegt es auch ein bisschen, dass es zu diesem Ergebnis kam. Mich hat es selber überrascht, gebe ich offen zu, weil auch mit den Grünen, auch mit befreundeten Grünen, auch im Bundestag, da sind gerade in der Außenpolitik, haben wir ab und an große Übereinstimmungen, auch in der Innovationspolitik. Es gibt schon Überschneidungen, aber ich sage es auch ganz offen, gerade mit manchen Thesen der Grünen kann ich persönlich als Unternehmer mich nicht wirklich anfreunden. Ich glaube, es liegt eben auch an der Bewertung, also an dieser, man kann ja beim Wahl-O-Mat noch spezielle Themen nochmal besonders bewerten. Und ich nehme an, das war jetzt auch ausschlaggebend dafür, dass es dann doch ganz klar FDP und CDU war. Also hätte es eines Beweises bedurft, dass der Wahl-O-Mat nur sozusagen eine Tendenz aufzeigen können, dann haben wir sie jetzt, glaube ich, erbracht. Jetzt wollen wir uns ein bisschen nach vorne und die Frau Kemmer hat schon angemahnt, inhaltlich ein bisschen beschäftigen.
28, 29, 30, 32, 34, 40. Das sind jetzt nicht die Lottozahlen, sondern das Alter unserer 6 Gäste. Wenn man sich das jetzt mal nochmal vor Augen führt, dann muss man sagen, das dürfte wohl eine der jüngsten Runden in dieser Art sein. Wir können das auch deshalb beurteilen, weil wir haben das Ganze, bitte gern. Wir haben das Ganze in Neu-Ulm ja auch gemacht, da war der Altersdurchschnitt ein deutlich anderer, das kann man so sagen. Auf jeden Fall haben wir hier auf der Bühne also jene Generation, die sozusagen diese Geschicke dieses Landes noch länger begleitet wird als der ein oder andere Kandidat höheren Alters. Das ist eigentlich ein ganz guter Grund, mal in die Zukunft zu schauen. Und deshalb wollen wir das jetzt einfach tun und wir wollen der Reihe nach den Kandidaten die Frage stellen, was aus ihrer Sicht die größte Herausforderung dieser Politikergeneration für die Zukunft ist. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mit dem Herrn Kulitz an. Also aus meiner Sicht ist die größte Herausforderung gar nicht so sehr die gravierenden Themen, die wir gerade immer in den Medien haben, wie Klimawandel etc. Die größte Herausforderung sehe ich in dem wachsenden Autokratismen international, in der immer größer werdenden Spaltung in der Gesellschaft, auch bei uns in Deutschland, in der fehlenden Kompromissbereitschaft, die wir auch teilweise bei uns in der Gesellschaft immer mehr sehen, die Voraussetzung ist für eine funktionierende Demokratie, und in dem wachsenden Nationalismus und Protektionismus, der weltweit um sich greift, auch überall mit den Autokraten. Da sehe ich eigentlich die größte Gefahr für die Zukunft, und ich glaube, auch wir in Deutschland müssen unsere Rolle in der Außenpolitik gemeinsam mit den europäischen Freunden, und als EU, Außenpolitik ist immer noch nationale Angelegenheit, großer Fehler, während Handelspolitik bereits EU ist, da müssen wir, glaube ich, in der Zukunft nochmal ein ganz anderes Augenmerk drauf legen, gerade auch im Hinblick darauf, dass wir in Deutschland mit unserer ökonomischen Struktur abhängig sind von den globalen Märkten. Wir haben halt die mittelständischen, kleinen, mittelständischen, familiengeführten Unternehmen, die Hidden Champions sind. Und ich glaube, da steht eine ganz große Herausforderung uns bevor, dass die Welt nicht auseinanderdriftet. Punktlandung, Herr Kulitz. Gerade kam die rote Karte. Herr Heidmann, wie sehen Sie das? Ja, also größte Herausforderung ist, beziehungsweise das, was wir möglichst bald angehen sollten, wäre mal die Steuer- und Abgabenschraube in die andere Richtung zu drehen. Wir diskutieren jetzt über einen noch höheren CO2-Preis, wir diskutieren jetzt über Vermögensbesteuerung und so weiter. Ich finde, das ist genau der falsche Weg, sondern wir müssen den Bürger wieder mehr eigene finanzielle Spielräume lassen und ja, dementsprechend die Bürger und auch die Unternehmen entlasten. Das kommt mir bei den meisten anderen Vertretern dieser Runde hier viel zu kurz. Herr Rizzotto, das müsste Sie eigentlich reizen, der Nächste zu sein. Naja, uns kommt es darauf an, dass die sozial-ökologische Wende natürlich gelingt und dass alle Menschen im Land mitgenommen werden und niemand zurückbleibt, wie jetzt es halt ist gerade. Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen alle genug Geld verdienen, dass nachher was übrig bleibt in der Rente. Und dass das alles gerechter wird, ohne Diskriminierung, ohne rechte Äußerungen in Deutschland. Wir haben halt gerade das rechtsextreme Problem gerade wieder, dass das ein bisschen mehr kommt. Das muss definitiv beseitigt werden. Das geht gar nicht mehr. Das ist Vergangenheit und muss schnell, ganz schnell wieder weg. Und wir müssen die Gesellschaft wieder zusammenführen nach so viel Spaltung. Man sieht es ganz deutlich, die Gesellschaft ist in ganz viele kleine Teile zerspalten. Corona hat es noch befördert. Wegen der Angst hauptsächlich. Wir müssen den Menschen wieder ihre Ängste nehmen, die sie haben. Und das ist das Wichtigste, denke ich. Vielen Dank. Herr Emmerich, wollen Sie weitermachen? Ja, die größte Herausforderung unserer Zeit ist natürlich ganz klar die Klimakrise. Also man sieht es ja auf der ganzen Welt, aber auch bei uns in Deutschland, dass Klimakrise jetzt ist und kein abstraktes Konstrukt, das irgendwann mal in der Zukunft ist. Wir haben Waldbrände, wir haben Überschwemmungen, wir haben schrecklichen Ereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo man sieht, dass die Klimakrise heute auch schon Milliarden kostet, die ganzen Aufbauarbeiten und alles. Und das wird weitergehen, weil diese Unwetterereignisse werden häufiger und das hängt laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ganz klar mit der Klimakrise zusammen. Und deswegen müssen wir hier endlich handeln, ins Handeln kommen. Wir dürfen nicht mehr reden, wir müssen endlich machen. Wir brauchen da ganz konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel einen schnelleren Kohleausstieg. Wir brauchen einen CO2-Preis, der langsam ansteigt und aber sozial gerecht dann abgefedert wird. Das sind die zentralen Punkte, denn wir haben es ja 2019 auch gesehen und da bin ich ein bisschen traurig. Da waren über 1 Million Schülerinnen und Schüler auf der Straße und haben eine konsequente Klimapolitik eingefordert und seitdem ist leider nichts passiert. Die Politik hat geschlafen, die Bundesregierung hat wenig gemacht, zu wenig, und das muss sich endlich ändern.
Frau Kemmer. Also international würde ich auch sagen, die Gefährdung von Demokratien, auch das Erstarken der Rechten in Europa ist ein ganz großes Thema, überhaupt das Thema Auseinanderdriften der Gesellschaft. Aber wenn wir uns den Rahmen sozusagen etwas weiterspannen, dann sind es wirklich ganz große Transformationen, vor denen wir stehen. Es ist das Thema Klimawandel, es ist die Digitalisierung, es sind sicherlich auch künftig Prozesse, die wir heute noch nicht absehen können. Und da gilt es eben, kluge Rahmenbedingungen zu setzen. Und es stimmt nicht, dass wir beim Klimaschutz nichts gemacht haben. Wir haben uns verpflichtet, aus deutscher Sicht bis 2045 klimaneutral zu sein. Und es zweifelt auch hier, glaube ich, in der Runde mit einer Ausnahme niemand an. Wo wir uns unterscheiden, ist tatsächlich der Weg, wie wir da hinkommen. Und wir setzen eben auf Innovationen statt auf Verbote. Wir sagen auch ganz klar, wir müssen die Menschen mitnehmen. Nicht nur mit Blick auf Wertschöpfung und Arbeitsplätze, sondern auch auf die ländlichen Räume. Weil wir viele auch Dinge haben, die in den Städten funktionieren, Stichwort Mobilität, die auf dem Land aber eben anders sind. Und da müssen wir die Dinge auch zusammenhalten. Und da komme ich wieder zum Beginn. Gerade weil wir die Gesellschaft nicht weiter spalten wollen, muss das zusammenkommen. Und wir stehen ganz klar dafür, Ökonomie und Ökologie miteinander zu versöhnen. Danke. Herr Rothenbacher, Sie dürfen dreimal raten, wer jetzt dran ist. Ja, irgendjemand muss ja der undankbare Letzte sein. Nee, deswegen, der zentrale Punkt für mich, für die Zukunft ist ganz klar die soziale Gerechtigkeit. Und zwar nicht, weil es ein ganz dünnes Thema ist, sondern weil da alles Mögliche drauf einzahlt. Da zahlt zum einen natürlich die Klimakrise drauf ein, weil die Klimakrise eben die Schwächsten unserer Gesellschaft ganz besonders trifft. Darauf zahlt aber auch ein, dass wir jetzt seit 20 Jahren in Deutschland eine Nettolohnstagnation haben. Die Gehälter der normalen Menschen wachsen nicht weiter, Vermögen wächst jedoch weiter. Wir sind international führend, wenn es um Vermögensungleichheit geht. Wir haben gleichzeitig das Thema, dass wir vor einer unglaublichen Herausforderung stehen, wie wir unsere Arbeitswelt gestalten wollen, sowohl eben mit unseren Industrieschwerpunkten, aber auch den Arbeitsrahmenbedingungen. Und da müssen wir ganz klar sagen, wir müssen fit für die Zukunft sein, auf eine gerechte Weise, weil nur so hält sich eben auch unsere Welt zusammen, wurde es gesagt. Und dazu gehört ganz viel Klimaschutz, Steuern, Arbeitsbedingungen, aber auch eine Ausrichtung auf die Zukunft der Wirtschaft. Wie können wir auch in Zukunft gute Arbeitsplätze sichern? Vielen Dank. Jetzt wird es ganz einfach. Das heißt nämlich ja oder nein. Vor Ihnen liegt eine rote und eine grüne Karte. Und in diesem speziellen Fall besitzen die Farben keine politische Symbolik. Also bitte keine Angst, irgendeine Farbe zu benutzen. Wir stellen eine Frage mit Rot, mit Grün. Gottes Willen, mit Grün stimmen Sie zu und mit Rot zeigen Sie Ihre Ablehnung und Sie können die dann, wenn Sie wollen, in Ihr Namensschildchen reinstellen, damit wir das ein bisschen länger sehen, wenn wir danach ein bisschen drüber reden. Wir fangen gleich an mit der ersten Frage. Sehr nah von hier ist kürzlich das Atomkraftwerk in Dremmingen abgeschaltet worden. Energiebedarf in Deutschland steigt stetig, die Erzeugung erneuerbarer Energien hinkt hinterher. Wenn die Klimaziele sonst nicht erreicht werden, soll man wieder auf Atomkraft setzen? Dann fangen wir einfach hier an nachzufragen, Herr Kulitz, wenn Sie sagen, Ihre persönliche Meinung, warum? Ja, weil was mir oft fehlt, ist Realpolitik. Und uns muss klar sein, der Strom kommt nicht aus der Steckdose. Und man kann sich ganz viel wünschen und jeden Tag Pipi Langstrumpf-Politik in Berlin machen. Wir machen uns die Welt, wie es uns gefällt. Aber gerade in der Energiepolitik brauchen wir Realpolitik. Und so wie Sie die Frage gerade gestellt haben, wäre das ja dann die Frage, das Licht geht aus, der Strom ist weg. Oder wir nehmen die andere Alternative. Und da ist Atomstrom eine Alternative, die in Polen genutzt wird, in Frankreich genutzt wird. Wir importieren ja diesen Strom fast tagtäglich. Und da ist schon die Frage, bevor wir hier riskieren, dass das Licht ausgeht, dann zu sagen, nein, dann lassen wir diese Dinger am Leben, auch wenn wir sie nicht wollen. Die ernste Frage, die andere Frage wäre, welche Optionen gibt es? Und ich glaube, es gibt ganz viele Optionen, wie wir es schaffen können, trotzdem den Ausstieg aus der Kernenergie zu schaffen. Auch aus der Kohle, perspektivisch. Aber dann müssen wir halt jetzt anders Gas geben. Wenn es aber nachher die Frage ist, kein Strom oder Atom, dann bin ich eher dafür, dass wir die Atommeiler weiterlaufen lassen. Weil kein Strom ist für mich keine Option in Deutschland, beim besten Willen nicht. Ich denke, das ist keine Option am Tisch für keinen. Ich nehme aber Herr Emmerich jetzt bei dem Thema, um da eine Entgegnung zu haben. Also wenn du da eine abweichende Meinung vertrittst, Alex, zu deiner Partei, dann macht deine Partei in dem Punkt ja auch Pipi Langstrumpf-Politik. Und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist,
dass wir nicht nochmal irgendwie da das Rad nochmal zurückdrehen. Ja, es wurde ein Ausstieg beschlossen, dann gab es eine Laufzeitverlängerung, dann wieder ein Ausstieg. Ich glaube, was Unternehmen brauchen, was die Gesellschaft braucht, ist einfach eine Planungssicherheit, eine Investitionssicherheit. Und die geht ganz, ganz klar in die Richtung der erneuerbaren Energien. Die sind auch viel günstiger, weil das vergisst man bei der Atomkraft immer gern, dass die ja staatlich subventioniert werden muss in Milliardenhöhe, damit es überhaupt irgendwie rentabel ist. Und Strom aus Wind und Sonne schickt einfach keine Rechnung. Und deswegen ist wichtig, dass wir hier einfach stärker ausbauen. Deswegen ist auch aberwitzig, dass es über Jahre jetzt einen Ausbaudeckel gab bei der Bundesregierung von der GroKo. Und wir müssen hier einfach endlich engagierter werden, um wirklich erneuerbare Energien auszubauen, weil nur so können wir die Klimaziele erreichen. Zwei sehr klar abgegrenzte unterschiedliche Positionen zum Anfang. Gucken wir mal, ob es so weitergeht. In unserer Runde ist nur eine Frau. Im Bundestag ist der Frauenanteil auch nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Auch in Unternehmensspitzen ist der Anteil von Frauen nach wie vor gering. Sind Sie für eine Quote in politischen und wirtschaftlichen Führungszirkeln und Gremien? Ich frage an der Stelle trotzdem erstmal Frau Kemmer. Ich kann auch erst die Männer fragen, und das gehört zur Gleichberechtigung mit dazu. Fragen wir auch noch einen nachher. Also, tatsächlich habe ich mit 20 auch, als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, war ich eine ganz große Gegnerin der Quote. Weil ich der Überzeugung war, wir haben prinzipiell ein Leistungsprinzip und es soll sich eben auch durchsetzen, wer die bessere Leistung bringt. Aber zur Wahrheit gehört, im politischen Raum und leider auch in manchen Teilen der Wirtschaft, ist Leistung nur schwer messbar? Geht es um Netzwerke? Und es ist erschreckend, auch ich war damals der Auffassung, manche Dinge, die sind vielleicht eine Generationenfrage, die heilen sich über die Zeit. Und der letzte Bundestag, zum ersten Mal gab es wirklich einen Einbruch, dass wir weniger Frauen als davor in den Parlamenten hatten. Und ich glaube, das können wir nicht so stehen lassen. Und ich will auch nicht noch mal 50 Jahre warten, dass Frauen wirklich die gleichen Voraussetzungen bekommen. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr Mama. Ich will, dass es meiner Pauline sozusagen, dass es da keine Unterschiede mehr gibt und dass wir das nicht erst in 50 Jahren erreichen, sondern eben schon früher. Herr Eidmann, Sie ahnen, was kommt? Ich habe es schon geahnt, ja. Ja, ich finde, Frau Kemmer, mit Verlaub, aber Ihr Statement war doch auch ein Beispiel dafür, für den Linksruck der CDU, den sie in den letzten Jahren durchgemacht hat. Also ich denke, eine Quote ist eine sozialistische Maßnahme, die mit uns nicht zu machen ist. Eine qualifizierte Frau kann ein Amt auch ohne Quote erreichen. Das stellen wir auch unter Beweis mit Frau Weidel zum Beispiel als Spitzenkandidatin. Ja. Hat auch zwischenzeitlich bei Spitzenunternehmen gearbeitet, ist ja alles komplett lächerlich, genau. Nein, also ich denke, starke Frauen brauchen keine Quote und es gibt genug Frauen, die das genauso sehen, gerade bei uns. Vielen Dank. Wenn man ganz rechts außen steht, außerhalb der Verfassung, dann ist alles links. Außerhalb der Verfassung, das nehmen Sie bitte zurück an dieser Stelle. Es wird würziger, das ist schön. Was eine mittelelegante Überleitung ist zum nächsten Thema. Große Aufregung in der Berliner Schulmensa, ein Veggie-Tag. Welt geht unter, also müssen öffentliche Kantinen jeden Tag Fleisch anbieten. Müssen. Also Frau Kemmer hat doppelt beflaggt. Herr Emmerich, das ist ein Ja. Kantinen müssen jeden Tag Fleisch anbieten. Was heißt denn hier müssen? Also wir wollten ja nie, dass irgendwie nur irgendwie vegetarisch in den Kantinen sein soll. Und genauso wollen wir auch nicht, dass irgendwie da Fleisch da sein muss. Ich glaube, es kann jeder selbst entscheiden. Wir finden es gut, wenn das Angebot ausgeweitet wird von vegetarischen Gerichten. Da ist ja auch in den letzten Jahren der Trend zu sehen. Und wenn die Kantine sich selber entscheidet, da vor Ort, hey, wir machen einen vegetarischen Tag, dann begrüße ich das natürlich. Aber ich lasse mir hier nicht nachher unterstellen, dass die Grünen sagen, ein Fleischverbot einmal am Tag. Nee, das haben wir einmal gemacht, das passiert nicht nochmal.
Herr Rizzotto, schreckt Sie nicht ab? Naja, Vielfalt, wir müssen ein bisschen gucken wegen den Tieren, also von daher finde ich es nicht schlecht, wenn die Kantinen Unterschiede anbieten und auch mal andere Gerichte, vielleicht auch andere Nationalitätengerichte, warum nicht? Vielfalt macht's aus und gesundes Essen ist wichtig. Also wenn es Billigfleisch ist, dann bin ich sowieso dagegen. Nur gesundes Essen in den Kantinen und das ist halt wichtig. Herr Rodenbacher, ganz kurz, ja, war nicht vorgesehen. Genau, vielleicht nur als ganz kurze Ergänzung. Wie gesagt, ich habe selber zwei kleine Söhne, die sind im Kindergarten und mir ist es wichtig, dass wir in Schulen wie in Kindertagesstätten eine gesunde Ernährung haben. Das ist mir relativ egal, ob das jetzt mit Fleisch ist oder ohne. Tatsache ist aber, Fleisch ist auch unglaublich teuer und wir reden an einer Zeit, und das heißt, die Schulen haben kein Geld, die Kindergärten haben kein Geld, überall fehlt es. Dann zu sagen, wir müssen jeden Tag ein Fleisch auf den Teller packen, aber haben dann kein Geld irgendwie, um den Gruppenraum auszustatten, dann darf es ruhig sein, dass die nicht jeden Tag Fleisch anbieten müssen. Frau Kemmer, wenn jetzt der Herr Rodenbacher hat ja schon was gesagt, darf ich Sie auch noch schön fragen, warum haben Sie doppelt beflaggt? Mich hat dieses Müssen auch etwas irritiert. Also ich glaube, da sind wir gar nicht weit auseinander. Prinzipiell gilt, die Menschen sollen frei entscheiden können. Ich finde auch, Gesundheit hat Vorrang, also sprich, gesundes Essen ist schon mal sehr begrüßenswert. Es ist gut, wenn es eine vegetarische, eine vegane Alternative gibt, aber jetzt per se zu sagen, das Fleisch wird abgeschafft in den Kantinen, das lehne ich natürlich auch ab und deswegen lassen wir es doch die Menschen entscheiden, versuchen wir darauf hinzuwirken, dass sie sich vor allem gesund ernähren, aber am Ende entscheidet es das Individuum, was es gerne zum Mittag essen möchte. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum Thema, das kann man weitestgehend auch so betrachten, dass es um die Gesundheit geht. Es ist in Deutschland aber hoch umstritten. Deutschland ist das letzte europäische Land ohne Tempolimit auf Autobahnen. Sind Sie für 130 auf Autobahnen? Ich muss schön gucken, ich sehe es gar nicht. Herr Rodenbacher, Sie sind dafür. Sagen Sie mal was. Jawohl, das kann ich gerne machen. Das ist ja auch ein Thema, das im Wahlkampf durchaus häufiger kommt. Ich möchte gleich vorstellen, mir geht es nicht darum, dass ich sage, keine freie Fahrt für freie Bürger. Nein, aber es geht auch um Klimaschutz, es geht um Unfallzahlen. Und Tatsache ist, wenn wir über Klimaschutz reden und effektiven Klimaschutz haben wollen und über die Themen ansprechen, dann gehört auch zur Wahrheit dazu, dass wir mit einem Tempolimit auf Autobahnen vom ersten Tag an Effekt erzielen. Es kostet nichts, es ist schnell umsetzbar und einfach eine ganz praktikable Lösung. Ich weiß, das trifft viele Leute. Ich fahre auch gerne auf der A7 ein bisschen schneller. Ich wohne in Balzheim. Ich freue mich, wenn ich mir die Zeit spare. Tatsache ist aber, wenn wir Klimaschutz wollen, dann können wir nicht sagen, wir nehmen auch nicht die kleinen Maßnahmen, sondern brauchen wir einen ganz breiten Strauß an Maßnahmen. Deswegen bin ich absolut dafür. Herr Kulitz, ich glaube, Sie wollen weiter Gas geben, wenn ich das von hier richtig sehe, oder? Bitte? Rot. Sie wollen weiter Gas geben, ja. Also mir ist es neu, dass sich CO2-Emissionen oder auch Lärmquellen in KMH messen. Und gerade wenn wir jetzt sowieso an der Mobilitätswende arbeiten, ich weiß jetzt nicht, was das mit Klimaschutz zu tun hat, ob ein Tesla mit 200 heizt oder ob er nur mit 130 heizt. Also das Argument reicht für mich nicht aus. Jetzt kann man natürlich mal darüber diskutieren, ob das der Sicherheit einen Vorteil bringen würde. Auch da muss ich sagen, wenn ich mir die deutschen Autobahnen anschaue, mit die sichersten der Welt, man muss natürlich auch mal fragen, wo kann ich wirklich noch voll aufs Gaspedal treten. Ist ja nicht so, dass ich es überall auf deutschen Autobahnen kann. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum das nicht geht. Da sollten wir auch mal über die Infrastruktur reden. Letztendlich, ich halte genau das hier für falsch, weil am Ende auch hier, wir müssen dem Bürger wieder mehr Selbstverantwortung, Eigenverantwortung und auch Selbstbestimmung überlassen. Letztendlich sind es Themen, wenn wir als Staat immer entscheiden, was der Bürger darf und was nicht, wenn wir ihn immer bevormunden. Wenn ich einen schlagfertigen Grund habe für 130 auf deutschen Autobahnen, dann können wir darüber reden. Aber KMH, also CO2 ist es nicht und Lärm auch nicht, weil das bemisst sich schlicht nicht in KMH. Okay, vielen Dank. Wir machen gleich die nächste Frage, damit wir ein bisschen, wir sind ja gerade in Schwung. Die Bundeswehr ist in Ulm groß daheim, sage ich jetzt mal. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder rechtsextreme Skandale in der Armee gehabt. Ulm hat aber gerade eine, wenn man so will, ein Upgrade erlebt, nämlich als wichtiges NATO-Zentrum. War erst, ich glaube, vorvergangene Woche offiziell der Akt dazu. Afghanistan hat uns andererseits aber auch wieder gezeigt, dass es wirkliche Probleme in der internationalen Sicherheitspolitik geben kann. Deshalb die relativ einfache Frage, brauchen wir wieder eine Wehrpflicht, Klammer auf, Ersatzdienst?
Herr Rothenbach, Sie sind ja beim Verteidigungsministerium angedockt, deshalb dachte ich, sagen Sie mal, was Sie sind. Sie wollen keine Wehrpflicht. Ja, das kann ich gerne sagen. Also wenn Sie jetzt gesagt hätten, wir brauchen die Wehrpflicht, um das Thema Rechtsradikale in der Bundeswehr besser zu identifizieren, wäre ich sofort mit an Bord gewesen. Tatsache ist aber, dass, und das wissen die meisten nicht, die Wehrpflicht unglaubliche Ressourcen in der Bundeswehr bindet. Also die Wehrpflicht abzuschaffen war ja keine ideologische Frage, sondern es war tatsächlich eine Ressourcenfrage, dass man sich gefragt hat, was nutzen mir diese Reservisten, wie viele Ressourcen stecke ich aber auch in sie rein, in die Ausbildung, in die Zeit, die sie bei uns sind. Und da ist es tatsächlich einfach nicht effizient zu sagen, die Krisen der Welt werden mehr, deswegen brauchen wir Wehrpflichtige. Nein, die Krisen der Welt brauchen wir mehr, dafür brauchen wir ausgebildete Fachkräfte, dafür brauchen wir Soldaten auf Zeit, dafür brauchen wir Berufssoldaten, eben geschult und qualifiziert, fest auf dem Boden unserer Verfassung. Die haben wir heute schon, daran arbeiten wir auch, dass es noch mehr werden. Und eine Wehrpflicht hilft dabei aber nicht. Herr Risotto, die Linken haben ja auch, glaube ich, sehr kritische Haltung zum Thema Bundeswehr, Wehrpflicht. Sie haben auch rot. Wollen Sie es erklären? Ja, unsere Haltung ist klar. Wir sind eine Friedenspartei. Wir finden nicht, dass es nötig ist, Leute zu verpflichten, in die Bundeswehr zu gehen. Das ist denn ihre eigene Entscheidung erstmal. Und das sollten Sie auch treffen. Eine Wehrpflicht ist auch gar nicht notwendig. Wir befinden uns nicht im Krieg. Es gibt keinen Grund für eine Wehrpflicht. Es gibt keinen Grund, junge Männer einzuziehen. Es gibt andere Möglichkeiten, wie sie ihre Zeit gestalten können. Unsere Armee ist dafür da, uns zu verteidigen und für nichts. So sieht es die Linke. Und deswegen brauchen wir die Wehrpflicht nicht. Danke. Frau Kemmer, Sie sind für eine Wehrpflicht. Wollen Sie es kurz erklären noch? Immer das Schwierige bei diesen Ja-Nein-Fragen. Also ich bin, deswegen habe ich auch ein bisschen gezögert, die Wehrpflicht, wie wir sie früher hatten, die wird so nicht wiederkommen. Und es war auch richtig, sie auszusetzen. Ich weiß es noch damals, es war auch kurz so nach meinem Jahrgang quasi, da hatten wir 17% überhaupt der jungen Männer, die noch eingezogen worden sind. Und da gebe ich dir auch recht, es ist auch mit Blick auf Ressourcen nicht mehr darstellbar gewesen. Jetzt kommt das Aber. Wir hatten auch ganz viele Zivildienstleistende. Und ich weiß es vom Roten Kreuz, ich bin ja Vorsitzende hier in Ulm, uns fehlen die Zivis an ganz vielen Stellen, im Pflegebereich, in anderen sozialen Bereichen, haben das viele früher mal als Chance genutzt, um reinzuschauen und sind aber nachher auch in diesen Berufen sozusagen treu geblieben. Und das finde ich unglaublich schade. Ich würde so sagen, so eine Art Gesellschaftsjahr für alle, im Übrigen auch für Männer und Frauen, also auch die entsprechend mit einzubinden, das fände ich gut. Ein Dienst an der Gesellschaft, das kann dann auch vielleicht in Einzelfällen an der Bundeswehr klar sein, aber auch in anderen Bereichen, in sozialen, in ökologischen Bereichen, das fände ich richtig. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Wie sollen wir das zahlen? Ein Satz, den man relativ häufig hört in letzter Zeit. Wer soll das zahlen? So heißt es eigentlich in jeder größeren politischen Debatte. Eine Reichensteuer, wie sie ja manche vorschlagen, würde wahrscheinlich auf große Millionenvermögen würde wahrscheinlich viel Geld in die Staatskasse spülen. Sind Sie dafür oder dagegen? Ja. Herr Heidmann. Es überrascht mich nicht, dass Sie dagegen sind, aber vielleicht wollen Sie es erklären. Ist klar. Nein, also natürlich sind wir hier dagegen, weil der Spitzensteuersatz ist schon jetzt sehr hoch und dementsprechend ist es einfach der falsche Zeitpunkt für Neiddebatten, wenn wir eh schon einen hohen Spitzensteuersatz haben und eine hohe Steuerlast. Würde auch dazu führen, meiner Auffassung nach, dass eben viele junge, hochqualifizierte Menschen sich dann eher Richtung Ausland orientieren bei ihrer Berufswahl, wenn sie hier einfach eine deutlich höhere Steuerlast sehen und Karriere machen möchten. Und ich finde, wir brauchen auch Spitzenköpfe und dementsprechend finde ich es falsch, hier mit Neiddebatten zu antworten. Herr Emmerich, wollen Sie die Gegenrede halten? Eine Vermögensteuer ist, glaube ich, eine wichtige Angelegenheit für eine funktionierende Gesellschaft. Aus zwei Gründen halte ich das für elementar. Und zwar zum einen hat man einfach auch in der Corona-Krise gesehen, dass die Menschen mit viel Geld einfach noch mehr Geld verdient haben. Die wurden immer reicher. International ist Jeff Bezos ein bekanntes Beispiel, aber das ist natürlich nicht Deutschland. Aber in Deutschland haben wir das auch erlebt. Und die Menschen, für die viele geklatscht haben,
bei denen hat sich leider nicht so viel getan. Und ich glaube, deswegen ist einfach eine Grundfrage der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, damit das nicht weiter auseinanderklafft und wir hier auch dadurch den Zusammenhalt stärken in unserer Gesellschaft. Und das andere Thema ist, dass wir halt einfach auch vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Und da reden wir auch häufig darüber, dass sich in der Bildungspolitik viel mehr ändern muss. Und eine Vermögensteuer wäre eine Einnahme für die Länder und könnte damit auch einfach an den Schulen ankommen, dass hier einfach die Infrastruktur besser wird. Man redet ja häufig darüber, dass da irgendwie die Heizungen kaputt sind, kein warmes Wasser kommt. Und das würde sich dadurch ändern können. Und deswegen halten wir das für einen wichtigen Schritt. Herr Kulitz, Sie dürfen gerne nochmal. Also da würde ich gerne nochmal zwei Worte zu verlieren, weil ich glaube, in der politischen Debatte, die wir um die Vermögenssteuer haben, da gehen wir oft sehr ideologisch ran. Und danke Marcel, wenn wir über eine Gerechtigkeitsfrage diskutieren, dann ist es was anderes, wie wenn wir über Staatseinnahmen und über eine Veränderung des Steuerrechts auch hin zu einer Vermögenssteuer reden. Wir müssen wissen, dass es eine der größten Hemmschuhe für Wachstum ist. Und da gibt es ganz klare Studien. Wir sehen auch in anderen Ländern, Frankreich zum Beispiel, dass es zu Kapitalflucht führt. Wenn ich 5 Milliarden Euro einnehme, das sind so Berechnungen, kann es aber sein, dass wir 7 Milliarden überhaupt verlieren. Also die Frage ist, mache ich es nur aus Gerechtigkeitsgründen, dann können wir politisch darüber diskutieren. Oder mache ich es tatsächlich, um Mehreinnahmen zu generieren für den Staat? Dann muss ich aber sehr vorsichtig sein, weil wenn ich weiß, diese Steuer behindert das Wachstum, habe ich am Ende weniger im Staatszettel, als ich gehabt hätte, wenn es drin ist. Es geht gar nicht so sehr um den Erhebungsaufwand, der immens ist. Es geht wirklich hier auch um den Schaden, den Kollateralschaden, den wir wirtschaftlich damit eventuell anrichten. Deswegen bin ich absolut dagegen. Herr Rizzotto, ich will Sie noch eine Frage. Ihre Partei steht ja da dafür und ich glaube, Sie haben das Gerechtigkeitsthema im Gepäck. Ja, ich finde, Gerechtigkeit ist gut und es ist eines der wichtigsten Dinge in unserem Land, dass alle gleich belastet werden. Es ist auch im Gesetz so vorgegeben, dass wer mehr hat, der kann auch mehr tragen, denke ich. Und wenn wir hier reden, dass das irgendwie die Leute verkraulen würde, dann tut mir leid. Wir haben da jetzt lang genug Anreize geschafft für Leute mit viel Geld. Der Bus ist trotzdem noch nicht richtig ausgebaut. Auf dem Land sieht es immer noch schlecht aus mit Wohnungsbau. Also ich denke mal, noch mehr Chancen, noch mehr Möglichkeiten den Leuten zu geben, Gelder zu sparen, das muss nicht unbedingt sein. Und soweit ich weiß, sind auch einige dafür, sich einfach besteuern zu lassen tatsächlich. Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es da eine ganze Organisation sogar. Das war bestimmt eine wunderbare Überleitung für deine nächste Frage, Marc-Dieter, Wohnungsbau. Ja, also besonders in den Städten gibt es natürlich Wohnungsnot, Flächenverbrauch steigt, häufiger in die Höhe zu bauen wäre natürlich eine Idee, aber wenn man das an einer Stelle vorhat, schreit dann der Nächste eigentlich sofort, wären auch mal, sagen wir, 10 oder mehrstöckige Hochhäuser zum Beispiel in der Ulmer Innenstadt eine Lösung, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht den Münsterblick einschränkt. Ja oder nein? Ob hohe Häuser, ob sie dafür sind, ja. Genau, ob in Ulm hohe Häuser gebaut werden sollen, auch wenn der Münsterblick dann dem einen oder anderen verstellt ist. Herr Rizzotto, Sie wollen nicht in die Höhe bauen? Mit Mikro. Nein, ich will im Land bauen mehr. Ich will die Menschen noch wieder mehr aufs Land bringen und nicht unbedingt die Stadt noch größer und dicker bauen. Und noch mehr für Zentralisierung sorgen, dass alle Menschen hier leben. Das lässt die Preise steigen unglaublich. Und es ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Investieren wir die Gelder doch lieber ins Land und schaffen da gleichwertige Lebensbedingungen einfach. Ländliche Entwicklung, Frau Kemmers, bei Ihnen ja ein wichtiges Thema. Was sagen Sie auf diese Vorlage? Also klar ist ja, zum einen, also das eine tun, das andere nicht lassen. Wir brauchen Nachverdichtung in den Innenstädten. Wir haben im Übrigen auch viele nicht genutzte Gebäude, also Stichwort zum Beispiel Supermärkte oder anderes, wo man sich auch überlegen kann, wie kann man die ertüchtigen, dass da künftig auch noch weiterer Wohnraum entsteht. Eins ist für mich aber klar, in Stadt und in Land, gerade in einer Region wie bei uns in Ulm. Es wurde vorher die Bundeswehr, NATO angesprochen, die Wissenschaftsstadt wächst. Also wir werden dieses Thema nicht lösen können, wenn wir nicht auch neuen Wohnraum schaffen. Und dazu gehört, wie gesagt, Innenverdichtung in den Städten, aber es gehört auch dazu, das Einfamilienhaus auf dem Land, nicht nur, auch Mehrfamilienhäuser, aber auch auf dem Land müssen wir weiterhin bauen können. Und im Übrigen, es wird ja immer wieder auch angemahnt, dass das alles ökologisch ganz, ganz schwierig wäre. Es gibt Beispiele, wenn ich jetzt irgendwo den Mais habe, Monokultur, wenn ich danach ein Holzhaus dahinstelle, mitten im Garten, und gerne können wir über eine Gartenpflicht, darüber lasse ich mit mir sprechen, statt den Steingärten, darüber können wir gerne diskutieren. Aber dass wir das Einfamilienhaus auf dem Land verbieten, das ist mit uns als Union nicht zu machen. Ich halte es ökologisch nicht für sinnvoll, aber junge Familien brauchen auch noch den Traum vom Eigenheim.
Herr Emmerich, das hat sich, glaube ich, an Sie gerichtet. Aber ich glaube, Sie wollten das Einfamilienhaus nie wirklich verbieten, aber vielleicht wollen Sie es erklären. Naja, also es wird halt immer insinuiert und unterstellt, dass wir das irgendwie machen wollen, irgendwelche Einfamilienhäuser verbieten. Im Grunde ist das natürlich vollkommen falsch. Wir sind dafür, dass man natürlich einfach den Zielkonflikt, den man hier hat, einfach mit dem Flächenverbrauch und der Artenvielfalt, dass man das schon gut hinbekommt. Wir kritisieren da auch das Baugesetzbuch, das Baulandmobilisierungsgesetz 13b, das einfach dafür sorgt, dass ohne Umweltprüfungen auch einfach mehr Wohngebiete ausgewiesen werden können. Das kritisieren wir schon. Aber ganz klar gehört zu unserer Gesellschaft auch das Einfamilienhaus. Ja? Es gibt auch grüne Mitglieder, die haben ein Einfamilienhaus, auch nicht wenige, um ehrlich zu sein. Und deswegen wären wir ja bescheuert, würden wir jetzt sagen, die Einfamilienhäuser sollen abgeschafft werden. Die gehören genauso zu unserer Gesellschaft dazu und werden von uns auf jeden Fall nicht verboten. Wo ein Einfamilienhaus gebaut wird und wo nicht, das entscheidet bekanntlich eh die Kommune. Vielen Dank, Herr Emmerich. Wir reden jetzt fast eine Stunde, wie mir meine Uhr sagt, und wir haben was echt Bemerkenswertes geschafft in dieser Stunde. Wir haben nämlich noch nicht über Corona geredet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es eigentlich auch mal ganz schön irgendwie. Dann werde ich aber natürlich zum Spielverderber, wenn ich so plump einleite. Wir bewegen uns eben womöglich in eine vierte Corona-Welle hinein. Dritte Lockdown. Würden Sie das kategorisch ausschließen? Oder ist es möglich? Also grün ja, rot nein. Grün, wir würden ihn ausschließen. Ja, ja. Grün ist ausschließen, rot ist mal sehen. Ist komisch, gebe ich zu. Ich sehe eine rote, dann frage ich die. Ja. Also ich würde in dieser Pandemie, also ich weiß noch, ich weiß, es ging vielen so, in der ersten Welle ganz am Anfang, da habe ich einen Geburtstag bei Zoom gefeiert im März, dachte ja gut, die Pandemie im Mai, meinen Geburtstag, den werde ich ja normal feiern können. Also deswegen halte ich es, ja, kann man das einfach nicht ausschließen, dass es nochmal vielleicht einen Lockdown braucht. Ja, ich glaube, das hat man einfach gesehen in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, dass die Pandemie, die sich dynamisch entwickelt. Man weiß nicht, was im nächsten Jahr irgendwie vielleicht mit Mutationen passiert, wie der Impfstoff dann noch schützt. Und deswegen halte ich es jetzt für mich persönlich für unseriös zu sagen, das kann ich ausschließen, weil ich weiß gar nicht, was passiert. Im Umkehrschluss übrigens ist es aber das Gleiche auch einfach dann mit der Impfpflicht. Ja? Wenn wir so eine krasse Mutation haben, kann man auch irgendwann vielleicht eine Impfpflicht nicht ausschließen. Stand jetzt würde ich es ausschließen. Stand jetzt finde ich, wir sind auf einem guten Weg mit der 2G-Regelung und dann quasi den Regelungen für die Ungeimpften. Aber an sich denke ich, dass man das nicht ausschließen kann. Dafür bin ich einfach zu wenig Wissenschaftler. Herr Kulitz, Sie würden es gern ausschließen? Absolut. Ich gebe natürlich Marcel absolut recht. Kategorisch kann man es nie. Wir wissen nie, was da kommt. Und vielleicht kommen auch noch ganz andere Dinge. Nur das Problem ist, wir müssen auch als Politik Sicherheit bieten. Der Bevölkerung, den Menschen, den Schulen und so weiter. Und wir haben jetzt eine vierte Welle. Und wir haben schon ganz zu Anfang gesagt, der Grund, warum wir mit Lockdowns operiert haben, war immer die Überlastung des Gesundheitssystems. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Phase. Es gibt Impfungen, die noch wirken. Marcel hat recht, wir wissen es nicht, ob das dauerhaft so ist. Aber solange wir Möglichkeiten haben, dass sich jeder selber schützen kann, dass es Möglichkeiten gibt und es keinerlei Anzeichen gibt, dass in der vierten Welle jetzt tatsächlich die Gesundheitssysteme in irgendeiner Form überlastet würden, gibt es auch keinen Grund, staatliches auszuschließen oder andersrum gesagt, gibt es keinen Grund zu erwägen, wieder einen Lockdown zu haben, weil wir müssen die Sicherheit auch unseren Schulen den Menschen überhaupt bieten, zu sagen, nein, der Staat tut alles Erdenkliche daran, nicht mehr in eine Lockdown-Phase zu kommen. Und das halte ich auch für richtig, deswegen die grüne Karte. Ich würde es gerne kategorisch ausschließen. Natürlich gibt es immer noch Eventualitäten, die lassen sich nicht vorhersehen. Stand heute, glaube ich, können wir das kategorisch ausschließen. Zumindest nicht flächendeckend, also dass, wenn dann regionale Einschränkungen passieren. Herr Kulitz, darf ich noch schnell Nachfrage, auch um den Preis einer Impfpflicht? Weil der Herr Emmerich ja gesagt hat, vielleicht. Also eine Impfpflicht lehne ich persönlich komplett ab, weil es gibt verschiedenste Gründe verschiedener Menschen.
solange wir in Deutschland noch das Recht haben auf, was weiß ich, Religionsfreiheit, ich höre jetzt letzte Zeit, dass Veganer sich nicht impfen lassen, weil sie sagen, es geht nicht, dass diese Impfstoffe an Tieren getestet werden. Wir haben eine Verfassung und in der Verfassung steht ganz klar drinnen, dass der Souverän der Bürger ist, dass die Menschen da auch ein Recht haben, darüber selbst zu entscheiden. Ich kann darüber reden, ob ich Impfpflichten in gewissen Bereichen brauche, also beispielsweise Pflegebereiche, Altersheime und so weiter. Eine generelle Impfpflicht halte ich sogar, soweit gehe ich, für verfassungswidrig, weil ich glaube, das wäre grundlegend gegen das, was wir mit unserem Grundgesetz eigentlich vorgesehen haben. Also Herr Heidmann, ist das sicher Ihre Meinung? Gibt es irgendjemanden, der eine andere Meinung vertritt? Herr Rothenbach, wie sehen Sie das? Ja, also ich bin grundsätzlich auch gegen eine Impfpflicht, weil ich denke, dass sie nicht sinnvoll wäre, nein, weil ich denke, dass wir die rechtlich nicht umgesetzt bekommen. Also das ist einfach, ich denke, das ist juristisch ein ganz schweres Thema. Ich denke aber auch gleichzeitig, dass wir keine Furcht haben müssen vor einem erneuten Lockdown, zumindest eben nicht für alle. Wir sind in einer Phase, wir sind noch bei über 80% vollständig Geimpften und ich denke, zur Wahrheit gehört dazu, dass diese Menschen ein weit unterproportionales Risiko für die Gesellschaft darstellen. Tatsache ist aber auch, meine Frau arbeitet selber in der Uniklinik, auch mit den knapp 40% Ungeimpften, die wir jetzt haben, können die Gesundheitssysteme noch immer sehr schnell überlastet sein und werden es auch sein. Deswegen müssen wir ganz klar über mögliche Einschränkungen, je nach Verlauf, von Ungeimpften reden. Das ist, und da kommt häufig der Vorwurf einer indirekten Impfpflicht, aber das ist eben nicht so. Es darf auch jeder grundsätzlich Auto fahren, Recht auf einen Führerschein hat man deswegen trotzdem nicht. Und deswegen muss man ganz klar sagen, keine Impfpflicht, kein allgemeiner Lockdown, aber durchaus Einschränkungen für Ungeimpfte. Vielen Dank. Es ist Zeit für ein Kompliment. Die Redezeit wird wirklich hervorragend eingehalten. Die rote Karte muss nicht oft gezückt werden und wenn, verstummen Sie wirklich sehr schnell. Danke dafür. Und damit das auch so bleibt, machen wir jetzt eine ganz kurze Entweder-oder-Fragerunde. Knappe Frage, klare Entscheidung, auch wenn es schmerzhaft sein sollte. Herr Emmerich, lieber Armin Laschet als Kanzler oder VfB Stuttgart in der zweiten Liga? Also, das muss ich meinem VfB, ja, wir haben schon zweimal die zweite Liga in den letzten Jahren mitgemacht, macht auch Spaß, wir steigen ja immer wieder auf. Von dem her würde ich das für mich persönlich zum Wohle des Landes in Kauf nehmen. Herr Kulitz, lieber IHK-Präsident in Ulm oder Teil eines Start-ups in der Garage in Berlin-Friedrichshain? Lieber Teil eines Start-ups, aber nicht unbedingt in Berlin-Friedrichshain. Es gibt auch andere schöne Garagen. Also, wo müsste die Garage stehen, dass Sie sagen, das mache ich? Also am liebsten irgendwo, wo es, Kalifornien ist gar nicht so schlecht, wo es Strand gibt, wo es ein tolles Environment gibt, wo es schönes Wetter hat. Es muss bei Start-ups ganz wichtig das Drumherum stimmen, die richtigen Leute und so weiter. Das ist auch in Friedrichshain für manche Menschen gegeben, das möchte ich nicht abstreiten, aber für mich persönlich ist Friedrichshain jetzt nicht so lebenswert, dass ich dort meine Start-up-Garage platzieren möchte. Frau Kemmer, als Leihoper lieber Winfried Kretschmann oder Friedrich Merz? Ich weiß, dass Ihre Eltern gerade ganz viel babysitten, aber im Fall der Fälle? Ja, dann schon der Friedrich Merz. Boah. Das steht für sich, Matze. Okay, ich muss mich nur kurz sammeln. Also, Herr Rothenbacher. Lieber eine deutsche Behörde digitalisieren oder die SPD modernisieren? Definitiv die SPD modernisieren, aus dem ganz einfachen Grund, dass die SPD, wenn sie noch schlagkräftiger aufgestellt ist, als sie jetzt schon ist, noch mehr bewirken kann als nur eine Behörde. Davon haben wir nämlich in Deutschland ganz viele. Vielen Dank. Herr Heidmann, Wahlkampfhilfe lieber von Björn Höcke oder Boris Palmer? Ich glaube, der Boris Palmer wird es eh nicht machen wollen. Insofern, in dem Fall würde ich schon den Herrn Höcke nehmen. Ich meine, in Thüringen macht er teilweise auch eine gute Arbeit. Ich bin jetzt nicht auf seinem Parteiflügel zu finden, aber ja, im Zweifel schon. Aber wir haben ja jetzt am Samstag einen Markus Frohnmeier und einen Marc Bernhard in Ulm. Mit denen machen wir jetzt erstmal Wahlkampf. Das war der Werbeblock. Herr Rizzotto, lieber Geld verdienen mit Handwerk oder mit dem Mundwerk?
Mit beiden. Klar, eigentlich ja gut. Mit dem Mundwerk, weil das gehört auch mit zum Handwerk und zum Handwerk gehört auch mit das Mundwerk. Also von daher, und ich finde, jeden Job, den man lernt, hat eine gewisse Art von Handwerk gelernt. Egal, ob man jetzt Haar schneidet oder ob man in der Politik ist, es ist alles für mich ein Werk, was man verbringen muss und dafür muss man es lernen. Und weil ich Handwerker bin, ist alles für mich ein Handwerk. Dann bleiben wir beim Mundwerk und machen noch eine Runde mit ganz knappen Antworten. Wir beginnen einen Satz und Sie dürfen ihn vollenden. Herr Heidmann, wenn in Deutschland aller öffentlicher Schriftverkehr gegendert werden muss, dann? Ja, dann erleben wir totalitäre Züge. Frau Kemmer, wenn Sie eine Woche kein Smartphone benutzen dürfen, dann? Eine Woche lang kein Smartphone benutzen dürfen. Also, dann wäre ich ziemlich traurig, weil ich finde, Digitalisierung bringt ganz viele Chancen. Klar, sie birgt auch Risiken, aber ich versuche immer, das Positive zu sehen. Und das Smartphone ist für mich vor allem Kontakt zur Familie. Meine Eltern, im Übrigen der Leihopa, also der richtige Opa, der ist gerade im Einsatz. Und die schicken mir immer ganz viele Bilder von der Kleinen. Und da wäre ich schon unterwegs sehr traurig, wenn ich das jetzt nicht mache. Aber Sie hätten ja auch die Handynummer von Friedrich Merz, wenn er diesen, das macht. Ja, aber wenn ich kein Smartphone habe, kann mir Friedrich Merz auch nichts schicken. Okay. Sie dürfen übrigens auch ein Bild zurückschicken. So nebenher. Herr Emmerich, wenn Sie es nur mit einem Flieger pünktlich zu einem innerdeutschen Termin schaffen, dann? Mache ich das im Zweifelsfall sogar. Ist um ehrlich zu sein sogar schon passiert im Rahmen des Mandats jetzt, weil ich feststellen musste, dass sich manchmal Termine im Wahlkreis nicht vereinen lassen mit denen in Berlin und dass dann die einzige Möglichkeit ist, manchmal um pünktlich beides wahrzunehmen. Und wenn einem einfach der Job in Berlin wichtig ist und die Wahlkreisarbeit auch, dann muss man da manchmal einen sauren Apfel beißen. Das war eine sehr lange Satzergänzung, aber gut. Ja. Herr Rothenbacher, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mit Olaf Scholz ausgelassen und angetrunken die Nacht durchfeiern, dann? Dann haben wir definitiv die Wahl gewonnen und Olaf ist Kanzler. Also ich kann mir da jetzt nichts Negatives dran vorstellen. Herr Rizzotto, wenn Sarah Wagenknecht in ihrem Buch Die Selbstgerechten viele Glaubenssätze der Linken attackiert, dann? Dann ist es ihr Recht. Bei uns hat jeder das Recht zu sagen, was er will. Wir sind eine Partei, die gerne miteinander diskutiert und sie hat das getan. Also reden wir mit ihr darüber. Herr Kulitz, wenn Christian Lindner, wie schon 2017 nach der Wahl, sagt, lieber nicht regieren als falsch, dann? Bleibt es nach wie vor richtig. Es ist immer eine Frage, was ist angeboten, was kann man machen, wo sind die gemeinsamen Nenner. Ich gehe davon aus, es passiert nicht, aber es wäre immer noch richtig. So, vielen Dank. Jetzt, ich schaue mal nebenher auf die Uhr. 8:10. Magdi, dann ist, glaube ich, Zeit für eine Fragerunde im Publikum. Wir würden das so machen, um das kurz zu erklären. Corona und Mikrofon durch den Saal gehen ist nicht so richtig einfach. Man muss das Mikrofon jedes Mal desinfizieren, wenn es benutzt wurde. Wir machen das deshalb so, Sie melden sich, wenn Sie eine Frage haben. Der Magdi Abulker, der wird mit dem Mikro zu Ihnen kommen, mit so einem Stabmikro, dass er Ihnen auch nicht direkt auf die Nase stehen muss. Und der putzt es dann, solange hier die Antwort ist, und dann geht es weiter zum nächsten. Gibt es denn Fragen hier im Saal? Da hinten. Jetzt, die Antwort war schnell, ne? Das ist die ganz große Koalition. Weitere Fragen. Es dürfen gern Fragen auch an einzelne Leute sein. Da hinten ist eine Frage. Der Herr in Schwarz, genau. Genau. Wer von Ihnen hält,
Wer von Ihnen hält es für sinnvoll, dass am Bahnhof ein Parkhaus gebaut wurde in Ulm? Also ich wiederhole die Frage, weil das war mit Maske und das ist ja auch, es war ein bisschen schwer zu verstehen. Also ich glaube, wir können es wieder mit den Karten machen. Wer von Ihnen hält es für richtig, dass am Bahnhof ein Parkhaus gebaut wurde? Okay. Sollen wir mal fragen, warum, ja? Also Herr Rizzotto, fangen Sie doch mal an, warum kein Parkhaus? Und Herr Emrich springt Ihnen dann bei. Naja, wir wollen es irgendwann mal erreichen, autofreie Innenstädte zu haben. Und deswegen hoffen wir, dass Parkhäuser irgendwann überflüssig werden. Und wenn dann halt, ja, eher nicht für private Zwecke, eher so Carsharing-Modelle, ÖPNV, aber halt wenig Privatverkehr noch. Herr Emmerich, bitte ergänzen Sie kurz. Das hat super viel Geld verschlungen und es klingt ja immer so nach Grün und nach ÖPNV und Fernverkehr und Schiene. Aber letztlich ist das ein Parkhaus am Bahnhof, das dafür gebaut wurde, dass die Leute mit dem Auto in die Innenstadt fahren können, um dort einkaufen zu gehen. Und das ist nicht so, wie wir uns einfach hier die Politik vor Ort vorstellen. Wir finden es gut, wenn es Park-and-Ride-Systeme gibt. Wir finden es gut, wenn man auch mit dem Auto zum Bahnhof fahren kann, um dann mit dem Zug wegzufahren. Aber das war nicht der Hintergedanke dieses Parkhauses und deswegen hat das damals die grüne Fraktion so auch im Stadtrat abgelehnt. Frau Kemmer, Sie haben, glaube ich, die CDU war schwer dafür, deshalb. Ja, also letztendlich war das vor allem ja auch eine kommunale Entscheidung, aber natürlich. Ich sehe das schon anders. Also ich glaube, dass es viele Berufspendler Richtung Stuttgart, vielleicht auch Richtung Augsburg gibt, die aus dem Alb-Donau-Kreis kommen und wir haben 55 Gemeinden und Städte im Alb-Donau-Kreis. Viele davon, die größte, hat 17 Teilorte und wir werden die, auch wenn wir beim ÖPNV, es ist eigentlich Ländersache, ja, aber auch wenn wir mehr machen müssen, wir werden die nicht alle in einem guten Takt anbinden können. Und da braucht es auch noch, klar, künftig CO2-neutraler, aber es braucht den Individualverkehr vom Land in die Stadt, dass dann die Leute auch weiterkommen und deswegen halte ich das für total richtig, dass die auch in der Stadt parken können. Herr Kulitz applaudiert. Herr Rotenbacher, hast du noch was hinzuzufügen? Oder? Ja, also ich möchte Ronja da in dem Fall einfach zustimmen. Das ist ein Punkt, natürlich ist dieses Parkhaus für Ulmerinnen und Ulmer nicht unbedingt zweckmäßig. Tatsache ist aber, wie die Ronja gesagt hat, wir haben einen unglaublich großen Kreis. Wir haben den Kreis mit den meisten Gemeinden in Baden-Württemberg. Und auch die müssen irgendwie nach Stuttgart kommen, nach München, Aalen oder Memmingen. Und das ist halt nicht unbedingt immer die Lösung zu sagen, jawohl, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre anderthalb Stunden nach München, sondern manchmal muss es dann halt auch das Parkhaus sein und dafür braucht man ein Angebot für die Region. Okay. Hier, ah ja, bitte, da steht schon jemand, gerne. Ich pflege immer zu sagen, wer nach Ulm reinfährt mit dem Auto, ist selber schuld. Wer ist dafür, dass wir endlich den öffentlichen Nahverkehr kostenlos stellen? Komplett kostenlos. Okay. Haben Sie es gesehen? Also, jetzt fragen wir mal den Herrn Heidmann, kein kostenloser Nahverkehr. Ja, kann ich noch ganz kurz zur Frage dazu was sagen, weil da hatte ich jetzt eben gerade nicht die Möglichkeit dazu, zu dem Parkhaus am Bahnhof. Wenn Sie es kurz fassen. Ja, alles klar. Nein, also ich denke, dass wenn man den Umstieg auf den Zug fördern möchte und jetzt Leute aus einer Umlandgemeinde um Ulm herum nach Stuttgart reinpendeln möchten, dann ist es keine Alternative, erstmal mit dem Bus eine halbe Stunde mit zwei Bussen nach Ulm reinzufahren, dann da eine Viertelstunde zu warten, dann nehmen die Leute gleich das Auto nach Stuttgart. Also dementsprechend führt dann im Parkhaus eigentlich kein Weg vorbei. Bezüglich kostenloser ÖPNV, ich denke, das ist in dem Sinne gar nicht möglich, weil kostenlos ist es nie. Entweder es zahlen die Steuerzahler einen noch größeren Beitrag oder es beteiligen sich eben die Fahrgäste zum gewissen Anteil. Ich finde das nur fair, weil ansonsten eben auch Menschen, die ausschließlich das Auto nutzen, die auf dem Dorf wohnen, nie den Bus nutzen, dass sie den auch mitzahlen, finde ich nicht fair und dementsprechend unterstütze ich, dass weiterhin es Tickets gibt. Natürlich auch zu möglicherweise dann für wirtschaftlich schwächere Arbeitslose oder Rentner dann zu reduzierten Preisen. Ja. Okay. Darf ich nochmal schon das Abstimmungsergebnis zeigen? Das war mir jetzt gar nicht ganz klar. Herr Emmerich, Sie dagegen? Geschwind. Also wenn es kurz geht, weil wenn wir immer alle machen. Ja, wir haben einfach da noch ganz, ganz viele Investitionen vor uns und deswegen können wir es uns momentan in meinen Augen noch nicht leisten, den kostenlos zu machen. Perspektivisch, ja, jetzt geht es darum, den ÖPNV gut auszubauen, faire Preise, gute Preise zu machen, also dass es günstig ist, das schon und vor allem, dass es auch einfach ist. Deswegen wollen wir einen Mobilpass einführen, damit man dann wirklich mit einem Ticket von A nach B kommt in ganz Deutschland. Das ist, glaube ich, die drängendste Aufgabe und dann kann man über den kostenlosen ÖPNV sprechen.
Herr Rothenbacher, Sie sind dafür. Ich glaube, die SPD-Fraktion im Stadtrat auch. Ja. Ja, deswegen, ich denke auf jeden Fall, dass es essentiell ist, dass wir den ÖPNV möglichst günstig bis idealerweise kostenlos machen, um eben die Attraktivität zu steigern. Es kommt natürlich immer das Argument, ja, dann zahlen es alle mit, aber ganz ehrlich, die Bewohnerparkausweise und die Straßen und alles, das zahlt auch jeder mit. Dementsprechend ist am Ende immer eine Frage des Verkehrs, wie wird er geregelt. Ich stimme aber auch dem Marcel zu, ganz klar müssen wir vor allem erstmal an den Ausbau denken, das Angebot muss stimmen, sonst nutzen es die Leute nicht. Aber wie auch Ronja vorher gesagt hat, ne, das eine tun, das andere nicht lassen. Wir können immer alle fragen, aber der Herr Rizzotto, der ist regelrecht aufgesprungen, das war ein emotionaler Ausbruch, und hat als allererstes die grüne Karte gezeigt, das muss belohnt werden. Ja, also wir sind ganz klar dafür, dass das kostenlos wird, und das muss auch sein, weil nur so wird es halt auch attraktiver werden. Und wir sind also guter Interesse auch, dass wir sagen, okay, wir machen Übergangsschritte zu 365-Euro-Tickets erstmal, wenn es noch nicht ganz möglich ist, aber es sollte zum Schluss natürlich kostenlos sein, weil das auch unsere Klimaziele einfach fördert. Okay, soweit, gibt es denn weitere Fragen? Da ganz drüben. Wir leben in einem wunderschönen, liberalen, reichen Land. Und überall auf der Welt gibt es Menschen, die gerne zu uns kommen möchten. Dieses Thema, das für uns alle präsent ist, wird bei jedem Wahlforum irgendwo nicht angesprochen. Ich möchte das ändern. Mich würde interessieren, wie die Parteien sich vorstellen, mit diesem Thema umzugehen, denn wir haben noch immer kein Einwanderungsgesetz und das ist eine Situation, die nicht gelöst ist, aber wir hören nichts. Okay. Herr Heidmann, ich fange mal bei Ihnen an. Ich glaube, Sie haben ja zur Zuwanderung was zu sagen. Naja, also in dem Fall muss ich schon sagen, dass in Branchen, in denen händeringend Menschen gesucht werden, dass dann wir auf jeden Fall nichts gegen eine qualifizierte Einwanderung haben. Wir sind eben nur gegen eine Armutszuwanderung, aber gegen qualifizierte Zuwanderung haben wir grundsätzlich nichts einzuwenden. Und ich meine, in Branchen wie der Pflege und so weiter kann man sich ja gar nicht aussuchen. Da braucht man ja Arbeitskräfte. Insofern haben wir da schon einen pragmatischen Ansatz. Wir machen einfach die Reihe durch. Ich glaube, einfacher, als wenn ich jetzt im Auto. Also wenn man jetzt im Wahlkampf unterwegs ist, egal ob bei Betrieben, Institutionen oder sonst wo, es ist überall das große Thema Fachkräftemangel. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, ein Einwanderungsgesetz zu schaffen, das wirklich auch dieses Ziel erfüllt. Das, was die GroKo da gemacht hat, das Fachkräftezuwanderungsgesetz, das hat das nicht erfüllt. Das muss einfacher sein für die Unternehmen, das muss einfacher sein für die Menschen, die hierher kommen wollen. Wir brauchen allein für die Klimakrise, um da einfach Gebäudesanierung und Ausbau von erneuerbaren Energien und alles hinzubekommen, 800.000 Fachkräfte. Wir brauchen nochmal hunderttausende Fachkräfte im Pflegebereich. Und das geht auch, dafür brauchen wir auch Einwanderung. Und deswegen wollen wir ein Einwanderungsgesetz auflegen, das mit Talentpunkten das berücksichtigt und dafür sorgt, dass wir hier gute Leute haben. Danke. Herr Rothenbacher. Ja, ich denke, der Marcel hat die essentiellen Punkte zum Thema qualifizierte Einwanderung auf jeden Fall schon angesprochen. Das sehen wir als SPD genauso, dass wir hier ganz klar im Bereich Fachkräftemangel schauen müssen, wie können wir diesen Mangel decken, auch über ausländische Fachkräfte. Tatsache ist aber auch, und ich denke, darauf zahlt die Frage ab, und das bekomme ich im Wahlkampf häufig zu hören, wie steht es denn um das Thema Asyl? Und da sage ich ganz klar, wir haben das Asyl im Grundgesetz vereinbart. Da steht auch kein Limit, da stehen nur Kriterien. Und in dem Falle haben wir ein Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das absolut rechtskonform und juristisch einwandfrei diese Bescheide prüft, untersucht und dann entweder bewilligt oder ablehnt. Und deswegen möchte ich ganz klar sagen, dass wir hier klar trennen müssen zwischen Asyl, da gibt es auch kein Limit, da gibt es auch kein Qualifizierungsminimum, sondern das Qualifizierungsminimum ist man verfolgt oder nicht nach den Maßstäben unseres Grundgesetzes. Auf der anderen Seite haben wir die Einwanderung und ich denke, ganz grundsätzlich brauchen wir auch die Möglichkeit des Spurwechsels dazwischen, dass Menschen, die eben über einen Asylantrag nach Deutschland gekommen sind, aber eben die Kriterien des Einwanderungsgesetzes auch erfüllen, eben auch eine Chance haben, hier Fuß zu fassen. Frau Kemmer, Sie bitte. Da kann ich dir eigentlich fast in allen Punkten nur zustimmen.
Wir haben eine Demografie, die ist uns allen bekannt. Und die Babyboomer-Generation, die geht ja erst noch in Rente. Das heißt, was wir heute schon als Fachkräftemangel erleben, das wird sich in den nächsten Jahren stetig weiter dramatisieren. Und deswegen, wir haben das Fachkräftezuwanderungsgesetz geschaffen. Ich glaube, das ist ein erster guter Schritt. Natürlich kann man immer überprüfen, wo gibt es noch bürokratische Hürden, die wir abbauen müssen. Aber war es eben auch, und da gebe ich dir vollkommen recht, dass wir Asyl und Migration trennen, ist das eine. Aber dass wir einen Zustand haben, und da liege ich manchmal wirklich auch mit meiner eigenen Partei, also da bin ich mit denen nicht immer so ganz konform, dass wir nachher Personen, die hier im Land sind, die sich integriert haben, die einen Arbeitsplatz haben, dass wir die abschieben. Also das ist aus vielerlei Gründen einfach unsäglich, und ich bin froh, dass sich da viel getan hat in den letzten Jahren, weil da, muss ich sagen, hatte ich schon immer eine andere Auffassung. Wer sich hier angestrengt hat, wer sich hier einbringt, der muss auch bleiben können. Herr Rizzotto. Naja, wir haben da ein ganz offenes Ding. Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, hierher zu kommen, wenn sie das wollen. Damit tun wir den Menschen auch einen Gefallen. Und wenn sie auch wieder gehen wollen, dürfen sie auch wieder gehen. Sie sollen die Möglichkeit haben, hier eine Ausbildung zu machen. Damit helfen wir nicht nur denen, damit helfen wir vielleicht auch den Leuten in ihrem Land wieder. Und deswegen finde ich das Recht für Asyl hier ganz wichtig. Und es muss auf jeden Fall so geklärt werden, dass die Menschen ein Recht auf ein gutes Leben haben und wir uns darum kümmern. Ja, wir haben einfach Verantwortung dafür auch. Herr Kulitz, Sie. Naja, es ist ja eigentlich alles gesagt, nur noch nicht von jedem, aber ich gebe eigentlich gerade der Mitte hier absolut recht. Die FDP hat sich immer für ein Einwanderungsgesetz stark gemacht, nach einem Modellprinzip. Kanada oder Australien sind da Vorbilder. Ich halte es nach wie vor für richtig. Was mich ein bisschen stört in der Debatte, gerade auch im Wahlkampf, ist, dass wir sehr, sehr häufig das immer in einen Topf werfen. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen Flüchtlingen und Migranten. Migranten möchten hier leben, die möchten Teil dieser Gesellschaft sein, die möchten uns helfen, das aufzubauen. Die haben das Ziel, in Deutschland Teil unserer Gesellschaft zu sein. Flüchtlinge sind Menschen, die wollen gar nicht weg, die müssen weg, die haben gar keine andere Wahl. Und ich glaube, das muss man auch mal so dartun. Und ich glaube, deswegen ist es auch nicht fair von gewissen rechten Seiten dieses Parlaments ab und an, wenn man dann versucht, hier alles in den Cocktailmixer zu schmeißen und so zu tun, als ob es da nicht einen gravierenden Unterschied gäbe. Wir brauchen die Fachkräfte, das ist klar. Ein anderer Punkt, der mindestens genauso wichtig ist, wir sollten mal ernsthaft an unsere Visapolitik in Deutschland denken und vor allem auch in Europa. Weil da läuft so viel schief und da kann man so viel machen, das hat nichts mit Migration und mit Flüchtlingen zu tun. Aber da sollten wir den Protektionismus, den wir in Europa betreiben, auch mal ein Ende setzen. Vielen Dank. Jetzt würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, wir hätten noch Zeit für eine Frage. Drängt es noch jemand? Hier der Herr im karierten Hemd. Mein Name ist Edgar Müller, ich komme aus Erbach und betreibe eine Landwirtschaft. Die deutsche Landwirtschaft steht zurzeit am Pranger von als Grundwasserverschmutzer, als Insektentöter, als Tierquäler. Wir haben zurzeit historisch niedrige Schweinepreise. Die Schweinehalter stehen nicht mehr mit dem Rücken zur Wand, sondern schon ein Stück in der Wand. Die Milchviehhalter sind die bösen CO-Methan-Emissionäre und Wasserverbraucher. Milchvieh will man ein bisschen auch nicht mehr aus Klimaschutzgründen. Die produzieren heute noch zu Preisen wie vor 50 Jahren. Wir haben dieses Jahr das Phänomen, Wetterphänomen, wir haben weltweit eine Missernte, die Getreidepreise sind explodiert, die haben sich teilweise verdoppelt. Ich habe gestern mit Kollegen geredet, die Biobetriebe haben dieses Jahr teilweise gar keine Ernte. Ich will nicht unhöflich sein, aber Sie kommen zur Frage, glaube ich. Ne? Können wir es uns leisten, die deutsche Landwirtschaft auf einem Kunststandort, wie wir es haben, unter dem Hinblick einer wachsenden Weltbevölkerung, aus ideologischen Gründen zu extensivieren und an die Wand zu fahren? Frage überall angekommen. Also Frage war wohl, ob wir es uns in Deutschland leisten können, bei der Ernährungssituation auf der Welt die Landwirtschaft klein zu machen, sage ich jetzt mal, und kaputt zu machen. So. Wir fangen nicht wieder beim Herrn Heidmann an, aber wenn er schon das Mikro in der Hand hat. Herr Kulitz, Sie waren vorher hinter drauf und mussten alles vorher schon irgendwie beklatschen, jetzt dürfen Sie. Nein, wir können es uns nicht leisten. Das liegt aber noch ein ganz anderes Problem aus meiner Sicht in dem landwirtschaftlichen Bereich, und das wurde vorhin schon mal angesprochen. Das ist der massive Fachkräftemangel, auch die Übergabe der Höfe in die nächste Generation. Das sind alles Themen, da müssen wir dringend auch noch mal ran.
Die Frage ist halt immer, was kann die Politik da leisten? Und wir müssen aufpassen. Letztendlich ist der Souverän, das ist die Bevölkerung. Und die Menschen brauchen auch die Möglichkeiten, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entfalten. Wir müssen diesem Missglauben endlich Einhalt gebieten, dass Berlin oder Stuttgart alles regeln können. Können wir nicht. Und gerade das Thema, und das ist gerade auch in der Landwirtschaft, da sind so viele Regularien und Bürokratie von A bis Z den ganzen lieben langen Tag. Wenn wir so weitermachen, dann ist dieses Berufsfeld absolut unattraktiv. Dann hat keiner mehr Interesse, einen Hof zu übernehmen. Keiner wird in diesem sehr schwierigen Arbeitsumfeld auch noch Lust haben, dort tätig zu werden. Und so kommen wir nicht weiter. Deswegen, ich plädiere da, also wir müssen die Landwirtschaft am Leben halten. Das geht aber nicht durch ständige staatliche Regulierung, sondern da müssen wir wirklich intelligente Lösungen finden, es wieder attraktiv zu machen für die Zukunft. Frau Kemmer. Jede weitere, und ja, wir brauchen Standards, das ist das eine, und wir haben sehr gute Standards, ich würde sogar so weit gehen, wir haben die höchsten Standards, wahrscheinlich mitunter global, aber die Landwirtschaft braucht zum einen Wertschöpfung und sie braucht zum anderen Wertschätzung, also auch gesellschaftliche Wertschätzung. Und zur Wertschöpfung vielleicht nur kurz zwei, drei Sätze. Ich glaube leider da nicht mehr an den Lebensmitteleinzelhandel. Ich bin ansonsten ordnungspolitisch ein sehr liberaler Mensch, aber es kann nicht sein, dass die Landwirte es wirklich jeden Tag schwieriger haben, die neuen Standards, die sie bekommen, und die Landwirtschaft kann die leisten, aber sie muss sie halt auch vergütet bekommen. Und deswegen sind wir für eine verpflichtende Umlage, in Anführungszeichen, dass die Landwirte auch eben ihr Lohn und Brot verdienen können, weil wenn wir die Landwirtschaft bei uns im Land kaputt machen, das geht es nicht nur um Arbeitsplätze, da geht es um ein Staatsziel, eigentlich auch Ernährungssicherheit. Und was los ist, wenn die Regale mal leer sind, das haben wir leider in Corona erleben müssen. Und das war ja, sage ich mal, mit Blick auf Klopapier eher schon zum Teil skurril. Aber wenn mal Lebensmittel und die regionale Produktion fehlt, dann haben wir wirklich ein großes Problem in unserem Land. Herr Emmerich, vielleicht Sie noch geschwind. Die Grünen haben ja schon ich glaube, es war auch so ein bisschen Kritik von dem Herrn, der gesagt hat, sie wird schlecht geredet, die Landwirtschaft, und da geht es ja auch viel um die Tierwohldebatte, nehme ich mal an. Ich glaube, die Grünen haben da schon eine ziemlich gute Haltung. Wie antworten Sie auf die Anwürfe, sage ich mal? Ja, also ich bin ja auch auf Bauernhöfen unterwegs und spreche mit den Bäuerinnen und Bauern, und ich sehe da schon eine große Bereitschaft, diese gesellschaftlichen Leistungen auch zu erbringen. Und das hat jetzt ja auch, das war eine gute Sache von der GroKo, diese Zukunftskommission Landwirtschaft, wo einfach die verschiedensten Bauernverbände, weil ob acht, es gibt gar nicht nur einen, saßen mit am Tisch, es saßen die Umweltverbände mit am Tisch, und die haben gemeinsam überlegt, wie muss denn Landwirtschaft in der Zukunft sein. Und da war einer dieser Vorschläge auch diese Umlage. Das finden wir als Grüne auch gut. Wir wollen das auch, dass quasi einfach der Verbraucher und die Verbraucherin einfach was draufzahlen. Je nach Produkt sind es dann mehrere Cent oder so, das läppert sich dann zusammen, und davon sollen dann zum Beispiel einfach so Umbaumaßnahmen, solche gesellschaftlichen Leistungen finanziert werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt, wir müssen einfach nochmal ran, auch in Zukunft an der europäischen Agrarpolitik, weil die ist ja auch maßgeblich, dass Klasse statt Masse bezahlt wird, finanziert wird stärker. Das ist etwas, wo man einfach nie zu wenig tun kann, auch gerade für die Landwirtschaft in Baden-Württemberg. Und letzter Punkt, Haltungskennzeichen müssen auch beim Fleisch einfach verpflichtend werden, weil das war schon eine Erfolgsgeschichte bei den Eiern, damit einfach die Leute im Laden sehen, wo kommt das Fleisch her, wo kommt das Tier her, was war das. Und dann hat das auch einfach eine Lenkwirkung für die Bäuerinnen und Bauern. Herr Rodenbacher, Sie sind gleich dran, aber der Herr Heidmann hat so engagiert zum Mikrogriff. Hat Sie irgendwas gestört? Das eine oder andere, nein, aber ich möchte natürlich erstmal direkt dem Fragesteller antworten. Also ich denke, die Landwirte, und da sind wir uns zumindest hoffentlich alle einig, leisten eine wahnsinnig tolle Arbeit in unserem Land. Dafür vielen Dank für Ihren Einsatz, auch trotz der Steine, die Ihnen in den Weg gelegt werden. Und da kommen wir jetzt eben zu anderen Themen, wie zum Beispiel den immer strengeren Standards. Also wir haben aktuell die strengsten Standards, die es jemals gab, und dennoch beobachten wir Phänomene wie Insektensterben und so weiter. Da müssen wir uns dann mal die Frage stellen, liegt das überhaupt an der Landwirtschaft? Ich denke nämlich nicht. Es liegt zum großen Teil eben auch an der Windkraft, die im Sommerhalbjahr, ja, das finden die Fraktion immer sehr lustig, ist aber nachgewiesen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 5,3 Milliarden Insekten pro Tag im Sommerhalbjahr gehen drauf durch die Windkraft. Da können Sie gerne die Augen vorverschließen, es ist aber so. Und dementsprechend finde ich es ja extrem schlimm, dass der Landwirtschaft der schwarze Peter zugeschoben wird, und auch die konventionelle Landwirtschaft hat natürlich ihre Berechtigung, wenn man sich Phänomene wie Welthunger, höhere Ertragsfähigkeiten und so weiter eben anschaut, und dementsprechend stehe ich da voll dahinter, dass wir der Landwirtschaft weiter gute Bedingungen gewähren müssen. So.
Tiefrot war es schon, tiefrot. Herr Rothenbacher. Ja, bei mir wurden von beiden direkten Nachbarn schon sehr gute Punkte gemacht. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir nochmal betonen, dass wir in Deutschland die billigsten Lebensmittelpreise in Europa haben. Nicht die günstigsten, nein, die billigsten. Und wenn es nicht billig genug über die deutsche Landwirtschaft geht, dann kommt es eben aus Peru, aus Chile, aus Neuseeland. Da müssen wir ganz klar in der Gesellschaft überarbeiten, dass auch die Wertschätzung für die lokale, regionale, nationale Produktion in der Landwirtschaft wieder gestärkt wird. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass wir da als Staat bzw. als Europäische Union in dem Fall nicht gut genug waren, weil wir eben relativ ungesteuerte und vor allem sehr bürokratische landwirtschaftliche Subventionen haben. Da fehlt das klare Ziel, da fehlt die Idee dahinter. Wohin soll es denn eigentlich gehen, außer Geld ausschütten? Das macht es für die Menschen nicht einfacher. Mein Großvater ist selber Schäfer. Da braucht man Hochschulabschluss, um die Formulare auszufüllen. Und deswegen glaube ich, dass wir da ganz grundsätzlich ran müssen, wie der Marcel das auch gesagt hat, eben wohin wollen wir mit unseren Subventionen, was ist unser Ziel und wie können wir die Landwirte da mitnehmen auf diesem Weg, weil, und das ist ein Punkt, der häufig sehr unterschätzt ist, wie wichtig Landwirte für unsere Kulturlandschaft sind und damit aber auch ganz klar für unseren Wohlstand, für unsere Umwelt und auch für unsere Klimaschutzziele. Danke. Harry Zotter, Sie haben heute das Schlusswort, so ging es jetzt hin. Also für uns und gerade für mich, ich habe Zimmermann gelernt, was auch ein sehr traditioneller Beruf ist, ist der Landwirt ein ultra wichtiger Beruf und sehr ehrenhaft. Seit Generationen kümmert er sich um die Nahrung der Menschen hier in diesem Land. Was wir damit angestellt haben, ist traurig, um ehrlich zu sein. Ich habe das vor kurzem erst alles mal durchgelesen, habe mir die Zahlen angeguckt, wie viele Kleinbetriebe aufgeben, wie viel Fläche immer noch vorhanden ist in Agrarwirtschaft und all das und wo die Subventionen hingehen in Wirklichkeit, dass da natürlich dann viel, viel verloren geht und dann auch noch die Verluste des ländlichen Raums und die nicht, ja, keine Arbeit reingesteckt, das macht es halt einfach nicht attraktiv genug. Und wir wollen als Linke natürlich gerade jungen Landwirte und jungen Landwirtinnen die Möglichkeit geben, in diesen Beruf einzusteigen besser. Und dafür auch zu sorgen, dass dieser Beruf nicht ausstirbt hier in Deutschland. Vielen Dank. So, wir haben jetzt rund 1,5 Stunden. Das war unser Ziel. Das heißt, wir sind am Ende. Ich will mich recht herzlich bedanken, natürlich bei allen hier auf dem Podium. Ich will mich bei Ihnen im Saal bedanken. Ich will mich auch bei allen bedanken, die uns da draußen am Bildschirm zugeschaut haben. Ich fand, das war in Teilen eine sehr muntere Runde. Ich glaube auch, wir konnten die These, die Politik, das ist doch alles gleich und so, die konnten wir in Teilen widerlegen. Wir haben aber auch gesehen, mit unseren Koalitionsspielen ist es ziemlich schwer gewesen, weil es auch Koalitionen gibt, immer wieder, der Marcel hat recht und Alexander hat ja das Richtige gesagt und so. Also ich finde, das war ein sehr angenehmer Abend. Ich hoffe, Ihnen ging es ähnlich. Wichtig, am 26. Sie haben die Auswahl, Sie haben es heute gesehen, gehen Sie wählen. Das hilft auf jeden Fall allen. Und ja, schönen Abend wünsche ich und guten Nachhauseweg. Danke.